Traktoren habe ich ausgetauscht. Ich habe hier den 5er Fendt. 1500 MB Trakt. Hier wollte ich den Schlüter mal wieder fahren. Ja, hier haben wir dann den Glas, habe ich mir ausgesucht, den Mega. Und von Opa steht hier auch noch der alte Drescher. Da kann man ein kleines Feld irgendwie mal loslegen. Hier sollen Früchte, Senf, ne, war das und so. Da muss ich mich nochmal mit schlau machen, wie man die erntet und so. Wobei es ja wahrscheinlich einfach so dreschen sein und so, ne? Und ich dachte, auf der Alteiche bist du jetzt nach 8 Wochen mit dem Einrichten fertig, deswegen jetzt nur rein. Ja, da habe ich jetzt die BGA fertig. Ja, die werde ich auch weiterspielen. Ich wollte die einfach nur mal anspielen und mal so ein Gefühl davon haben, ne? Dampfer gibt's den Moin. Und das hier ist, das ist mein Hofschlepper hier. Oh, mal gucken hier. Motorhaube zu. Das ist auch der gute alte von Opa. Hopp. Also da ist dann auch. Guck mal, jetzt muss ich erstmal Tracky einstellen. So, wupp. Und dann. Der braucht ein bisschen länger zum Anspringen, ne? Heiland. Da arbeitet noch richtig was. Alter Falter. So. Ja, dann kann man hier mal ein paar Beine mitschieben und so, dachte ich mir, ne? Achso, ich muss ja schalten. Bauer, moin. Die Pedale muss ich unbedingt noch umschrauben, merke ich auf jeden Fall. Das war, glaube ich, einmal auf jeden Fall Senf. Muss ich gleich mal gucken, ich weiß es gar nicht. Ich habe hier gespielt, weil, also, die Details hier auf der Karte sind das, was mich interessiert, ne? Die Früchte, muss ich sagen, sind mir eigentlich schon fast egal. So, machen wir aus hier die Kiste. Können wir mal gucken, muss doch hier irgendwo sein, ne? Was haben wir denn hier? Hab die schon gesehen, aber ich vergesse das dann ja immer. Bist du etwa vergesslich gegen so einen kleinen Ticken? No, das kommt im Alter, würde ich sagen. Da Senf. Haben wir drauf Dinkel. Luzerne, Luzerne Heu. Diese sind es wahrscheinlich, ne? Ja. Achso, genau. Tritikale auch noch. Ah, alles klar. Danke. Ja, aber wie gesagt, mir geht es mehr so um die Details hier. Also ich finde das halt den Hof nicht unheimlich schön. Und dann auch die Wege, wie er so gemacht hat. Oder hier das Güllebecken. Und man muss mal so gucken, so die Wege oder Felddinger, die er gemacht hat, so Plattenwege und, das ist schon, das sieht halt echt wirklich schön aus, ne? Oder hier auch die Weiden, habe ich dann welche, wo du dann untere Brücke hier durch musst und so. Da muss ich sagen, hat er so echt so einen Geschmack von mir getroffen. Hier das auch unsere Weide zum Beispiel. Sieht einfach echt gut aus, ne? Dann habe ich hier oben mal eben gucken. Genau. Hier ist dann so ein. Kann ich gar nicht hinspringen? Warum kann ich das nicht besuchen? Kann ich hier hin? Ja. Gehen wir hier mal hin. So, wenn wir nämlich jetzt hier ins Dorf reingehen. Tansin, moin. Froggy, moin auch. Paddy, boy. Der kann unfassbar was, ja. Weil diese Plattenwege, ne? Dass auch all diese Beschädigungen so drin sind oder so, ne? Der hat da. Auch die BGA, das sieht halt alles so wirklich hübsch aus, ne? Die Symbole muss ich mal anlassen, bis ich dann hier so wieder firm bin. Und dann auch, dann kannst du hier halt rum. Dann hast du da hinten ein Ballenlager für 1500 Ballen. Das ist schon, sag ja mal moin. Das ist schon geil, ne? Und wird hier so unter durchmähen und sowas alles. Ich muss die Map einfach spielen.
Das ist wirklich, muss ich sagen, schön. So. Und hier mit denen, wir haben ja auch kleine Felder. Mit denen muss ich auch einfach losjuckeln. Total geil, Mann. Mal gucken. Total geil. Finde ich völlig faszinierend. 1700 Meilen, das ist krass. Hi, komm, moin. Da kannst du echt Ballen machen. Ja, wie gesagt, den werde ich auch mal bewegen. Genau, das ist das Ballenlager. PS4 runtergeladen, hat 15 Minuten gedauert. Ja, das ist bei mir das auch nicht lange. Wenn du eine große Leitung hast, ne? Walker, moin, hi. Gib Gas, ja, ich gebe ja schon Gas. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich anfange. Ich glaube, ich fange einfach mal an, wie das Übliche, dass wir erstmal Stroh holen und so. Damit wir die Viecher auch erstmal versorgen können. Und dann machen wir Gras oder bauen uns schon mal ein schönes Silo oder so. Dann habe ich auch noch die Schafweide, da muss ja auch Wasser hinbringen und sowas alles. Oh, das ist alles aufregend, Mann, da ist so viel zu tun. Toll. Sind überall, ich weiß auch gar nicht, wie viel das ist. Also die Downloadgröße, muss ich sagen, die juckt mich alle gar nicht. Das weiß ich immer nicht. Ja, und von den alten Trägern haben wir dann so ein ganzes Pack, ne? Da sind vielleicht ein paar Dinger bei, du. Wahnsinn. Ach, das sind... Ach, Gewichte, guck mal. Schiebeschilder. Anhänger. Mischstreuer. Das ist ja geil. Ich glaube, wir müssen mal so einen Stream machen mit alten Dingern, wa? Die gestern schon geschaut. Ja, ich habe die gestern auch angeguckt. Aber ich hatte gestern keine Lust mehr zu streamen. Und dann heute wollte ich dann erstmal warten, bis mein Lenkrad da ist und alles, ne? Finanzpack her? Ja, das aus dem Internet. Namenlos. Also das, so dieses Pack gibt's so nicht. Das habe ich mir erbettelt, muss ich schon fast sagen. Weil ich das gesehen habe. Bossa Bonnie, moin. Jo, okay, fangen wir an. Ja, und hier den Schlüter wollte ich immer wieder nutzen, da man jetzt ja selber schaltet. Der klingt auch so geil, denn, ne? Aber gut, wir nehmen uns den Drescher und fahren erstmal hin und fangen mal an zu dreschen. Das war doch die Frage. Battle Ingi, ja. Ich habe das gesehen und ich frage ja selten nach, ne? Oh, und er war Rübi gestern noch bei uns im Discord wieder und hat dann den Discord-Stream angeschmissen und hat da wieder seine MB-Tracks gezeigt. Meine Fresse, Alter, ey. Das ist wirklich Mr. MB-Mann. Kölsche, moin. So. Hängen wir mal hinten ran, egal. Los geht er denn. Also das ist schon ein Unterschied, das Lenkrad, ne? Das ist schon krass. Ich meine, wäre schlimm, wenn nicht, aber das ist schon fett. Ach, guck mal, das kleine Feld gehört uns ja auch hier. Dann können wir das mit den alten Dreschern machen. Das ist ja klein. Klein und schnuckelig. Mottascher. Ich kann es doch nicht ändern. Was soll ich denn machen? Ich muss das haben. Mit kleinen Dingern, genau. Also so klein und mittel, das ist halt so, das finde ich am interessantesten einfach, ne? So, dann habe ich auch das Gefühl, ich schaffe mal was. So, wie ich jetzt gucke, so Martin seine Größen, da spiele ich einfach zu wenig für, ne? Deswegen nehme ich auch lieber so eine Karten hier. So, fahren wir da lang. Bin ich heute Abend mal gespannt auf Assetto, Alter. Ob ich da jetzt mit meinem Audi die Zeiten knacke. Doch, war ich jeden Morgen. Deswegen habe ich auch immer Rücken. So, jetzt muss ich mal gucken, wo ich hin muss. Ich weiß das nämlich nicht. So, wo bin ich? Da. Wo muss ich hin? Hier. Da unten fangen wir an. Die BGA ist ja auch so geil, ne? Ach, guck mal, um die BGA können wir erstmal drum wegmachen. Dann haben wir den Scheiß nämlich in der Tasche, dann kann da nämlich Mais rauf. Das heißt, ich muss da laden. Ah ja, ja, okay. Ich bin falsch gefahren. Ach, Ingo. So, ich muss mal eben mich. Oha, ich muss vielleicht den Lenkwinkel nochmal ändern hier für LS. Da glaube ich ein bisschen mehr. So richtig Kurbeln bin ich ja schon gar nicht mehr gewohnt. Stefan, moin!
Ja, das glaube ich. Das ist ja auch der Grund, warum ich mir geholt habe. Ne? Ich habe ja echt lange überlegt, weil mein Logitech-Lenkrad habe ich ja auch nicht so lange. Das möchte Uben dann wieder abkaufen. Das ist ja auch noch keine 2 Jahre alt. Ne? Aber jetzt, Assetto hat mich so abgeholt und dann mit Sven so viel hin und her geredet, ob ich jetzt nochmal Fanatec nehme, weil ich damit jetzt eigentlich zufrieden war. Oder jetzt Moser und dann sagt er, nee, komm. Zukünftig jetzt Moser, dann war ich bei Moser auf der Seite. Und ich muss sagen, dann, das war ein Angebot dann auch gerade. Dann hat mich das dann überzeugt, halt, das zu nehmen dann. Passe ich da durch? Boah, es ist aber auch hübsch, ne? Also es ist wirklich hübsch hier. Na, nee. Oh nö. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich hier rumkomme. Können wir da irgendwo drehen? Ne, mache ich hier. Fahre ich einfach, ist jetzt eben rückwärts zurück auf die Straße. Das war das Einfachste. Was hier auf der Map so ein bisschen, wenn man mäkeln will, dann ist mir die Produktion sind zu laut. Mapende schon gefunden? Hier noch nicht, Stefan. Aber wir haben gerade erst angefangen. Auch angeschaut. Und auf einem der Startfelder war abgeendet und da lag noch Stroh. Stimmt, hast du recht. Gut, dass du es sagst. Das ist bei BGA da hinten, glaube ich, sogar, ne? Die haben auch schon ein Bundle. Genau, deswegen habe ich dieses R5-Bundle genommen, ne? Das war dann gerade runtergesetzt, irgendwie auf 510 oder so. Da habe ich dann, komm. Ja, ich habe mit Canix und Co. so ein bisschen gesabbelt abends. Was mache ich jetzt? Fanatec oder das? Und dann habe ich gesagt, komm. Nehme ich das einfach und fertig. Jetzt habe ich aber auch alles neu, du, ne? Tastatur, Maus, Farmstick, Lenkrad, Fernseher, Soundbar. Ah ja, die Capture-Card habe ich gestern auch eingebaut. Also die PlayStation-Spiele können wir jetzt auch streamen. Ich und Uben werden Wrestling spielen und uns den Tag-Team-Titel holen. Einmal als Neujahr. Aber wirklich. Das wird Zeit, dass ich wieder arbeiten gehe, du. Bevor ich noch auf dumme Ideen komme. Einen neuen Stuhl brauche ich übrigens noch. Da habe ich mich aber noch nicht entschieden. Ich bin mit Nobelchair eigentlich ganz zufrieden, aber jetzt ist er mir halt zu groß. Fanatec wäre günstiger gewesen, ja. Aber wir reden dann hier immer so über 100 Euro, ne? Also. Schau mir lieber an, was denn? Also PlayStation werde ich dann die Spiele halt, da habe ich so viele Spiele durch diesen Pass, ne? Olaf hat das ja glaube ich auch. Also da werden wir dann Wrestling, auch für, siehste, werden wir vielleicht zu dritt machen. WWE, ja. Also ich und Uben, Tag Team. Olaf, der wird dann auch, wenn alle da sind, dazu stoßen. Üb schon mal. Man merkt es auch, das ist einfach ein ganz anderes Material hier, das Lenkrad, ne? Das ist schon krass. Also wo ich das ausgepackt habe schon, habe ich erstmal ein Video gemacht für Canix und dann so, riechst du dieses auch? Riechst du es? Ich kann es riechen irgendwo, ich rieche es. Aber er hat recht, also Fanatec, muss ich sagen, hat er mich dann auch nochmal darauf hingewiesen, auf das Material. Das haben die ja geändert, das war gar nicht mehr wie mein altes Lenkrad, war ich ja sehr mit zufrieden bei Fanatec. Aber das neue wäre dann so eine komische Gummischicht gewesen. Und ich meine, und das ist jetzt, also für mich, das Moser ist da ein Tick hochwertiger wahrscheinlich, ne? Aber gut, die neuen Fanatec kenne ich natürlich auch nicht. Aber ich bin so gespannt auf heute Abend Rennen, Assetto, Alter. Da werde ich werde so richtig durch die grüne Hölle gejagen, ne? Mit meinem Audi oder vielleicht, ich wollte nochmal einen Lamborghini versuchen. Mal gucken, mit welchen ich gut klarkomme. Mit dem Audi kam ich aber schon ganz gut klar. Nassus und Uben gegen Olaf und Hulk Hogan. Ja, stell mir vor, wir hätten das zu viert auf PlayStation. Stell mir vor, Martin wäre auch noch bei oder so. Weil die anderen haben ja keine PlayStation. Und auf PC wollte ich das absolut nicht haben. Das ist für mich so ein Konsolenspiel, da muss ich auch vom Fernseher sitzen eigentlich, ne? Aber für euch zum Stream habe ich mir dann auch noch eine Capture Card geholt. So, mal gucken. Stromablage anschalten da. Alrata, moin! Der Feld ist schon abgenäht. Dieses hier, ne? Genau, aber es nebenan noch nicht. So. Ich glaube, das ist groß. Da können wir den auch wahrscheinlich alleine fahren lassen, ne? Das versuchen wir einfach. Düm, 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 düm. Also. Drescher. Achso, ich muss den noch aufklappen. Stimmt. Was war das denn noch für eine Taste? Die nicht. Die nicht. Die nicht. Achso, falscher. Das ist Rohr.
Das auch nicht. Ah ja. Kiste voll. Christoph, moin, sei gegrüßt. Hi. X? Nein, ich habe doch meinen Farmstick. Da muss ich die Tasten noch lernen. Farmstick habe ich doch. So. Habe ich gestern Butters von dem Farmstick erzählt. Hat er sofort beim Mediamarkt angerufen, ist losgefahren und hat sich den gekauft. Macht ja auch wirklich Spaß. Das, also den Farmstick haben sie wirklich gut gemacht. So, wollen wir mal gucken, ob der hier alleine zurechtkommt, wa? Machen wir mal jetzt, wie war das noch? So. Job erstellen. Feldarbeit. Kick wie more, dass wir das hinkriegen. So. Jetzt müssen wir mal Anzahl Vorgewände, machen wir 2. Das brauchen wir alles nicht. Generieren. Perfekt. Dann gehen wir noch in die Einstellung und sagen, Schneidwerk, das brauchen wir nicht, weil wir im Laden stehen bleiben, jawohl. Und selbst abtanken, wenn man einen findet, wollen wir auch. So, dann gucken wir mal. Lassen wir uns den Kurs mal anzeigen hier. Dann machen wir mal. Das Lenkrad habe ich eine ganz andere Sitzposition, da muss ich mich auch erstmal dran gewöhnen, ey. Geil. Ah, ich habe Bock auf die Karte hier auch. Guck mal, mit dem kleinen Drescher machen wir dann hier. Da machen wir das kleine Feld dann mit. Da habe ich auch Bock drauf. Junge. So, dann machen wir mal den Schlüterich. Wollen wir da eben reinhüpfen irgendwie? Kommen wir rüber. Hammer Alf, moin. Dampfer gibt sich danke für die Dreier-Serie. Ja, Entschuldigung, Patti, ich kann mir das alles noch gar nicht merken. Ich habe noch nicht so oft zugeklappt und angeklappt. Kann ich nicht riechen. Hab auch halt. Achso. Dashboard habe ich mir auch schon mal angeguckt. Weiß ich auch nicht. Vielleicht muss ich das auch mal testen, das Dashboard. Ist das gut? Was wollte ich denn jetzt noch machen? Achso. Ich wollte auch runterspringen. Hopp. So, Schlüderich, komm. Zack. Wollen wir mal gucken, wie die alte Bumsfuhle sich schalten lässt. So. Mit Anhänger ziehen brauchen wir ein Gewicht, ne, wa? So, klack. So, pass auf. Reißen wir an das Ding. Brumm, brumm. Ha. So. Gruppen. Was hat er da? Last. Schnell. Okay, alles klar. Abfahrt. Oh, geil, wie man den Turbo hört, ey. Da macht das Schalten ja noch 5-mal mehr Spaß, du. So, Anhänger ran. Oh, scheiße. Höherer Lenkwinkel. Ich muss mehr kurbeln. Aber geil fand ich auch, dass die Spiele das Lenkrad erkennt, welche ich installiert habe. Und dann hast du für alles da Profile, ne? Also, das ist wirklich, muss ich sagen, auch very, very nice, wie jetzt alles funktioniert. Toll. So. Ich finde es mega. Weil billiger als eine Seitenkonsole. Ja, genau. Seitenkonsole hatte ich auch keinen Platz für, deswegen habe ich mir diesen Farmstick geholt, ne? Und der hat das Spielen echt nochmal komplett für mich verändert, muss ich sagen. Der hat wirklich, da, jetzt weil ich jetzt ja auch selber schalte wieder und so, ne? Mit den Gruppen und das alles. Und das ist wirklich, muss ich sagen, also toll. Das freut den kleinen Ingi wieder. Da hat er wieder schön was zu spielen. Ich habe mir jetzt hier vom Modding-Welt geladen. Der ist sehr schön. Ja, ist er auf jeden Fall. Macht wirklich Spaß. Schwabe, moin! WWE-Champion. Ja, wir werden. Ich habe die Capture-Karte gestern eingebaut. Das hat funktioniert alles. Also wir werden demnächst zu zweit und zu dritt uns da rumkloppen. Das werden wir abends streamen. Das wird so schön. Cossacks Boy, Urlaub? Ja, ich in der Tat richte ich mich ein. Aber ich wollte mir die Map, die ist so schön, die wollte ich mir einfach mal spielerisch zu Gemüt führen. Habe ich richtig Bock drauf auf die Map, muss ich sagen. Und ist mal eine Abwechslung so von Alteiche, ne? Wobei die ja auch gerade geil ist mit der BGA und so. Aber jetzt, ich wollte einfach mal ein bisschen Abwechslung haben. Geil, ja Schwabe, das wird super. Das wird wirklich super. Cool. Eine Idee. Hm?
bei WWE. Hier, du machst ein Match nur und ich mach den Gastringrichter. Und dann nimmst du ihn in den Aufgabegriff und bevor wir überhaupt auf, beende ich das Match. Das machen wir mit Uwen Montreal Screwjob. Das können wir machen. Achso, ich muss da schalten. Hedgehack, hast du bestellt jetzt oder was? Geil, wenn du schaltest, wie du den hörst, ne? Du. Rainer, moin! Schon von Spaßfaktor, genau. Ja, und Wrestling wollte ich halt unbedingt auf der Playstation haben, wo die mir das angeboten haben, ob ich das haben will. Und dann war ich erst schon so ein bisschen traurig, weil ich das dann ja eigentlich hätte nicht streamen können. Und das ging ja Gott sei Dank mit Remote Play, ne? Und dann habe ich mir die Capture Card von einem aus dem Stream-Team, den Vice Series, den Felix, der kam bei uns ins Discord rein und ich hatte das schon beendet. Ich habe das schon mit abgeschlossen, weil mir das alles zu teuer wurde. Und dann kam er rein, du, ich habe noch eine Capture Card, willst du die haben? Ich sage, ja, aber das ist mir zu teuer, was hier verkauft wird. Und dann sag ich, komm, sag mir einen Preis. Hat er gesagt, eingeschlagen, Kabel bestellt, er hat's hergeschickt, eingebaut, läuft. Geil. Also wirklich, das muss ich auch wirklich sagen, das freut mich auch wirklich sehr. Ich denke auch, da werden wir schön Spaß haben. So. Wer klingelt denn da? Oh, das kann doch nicht angehen, ey. Jetzt klingelt das an der Tür. Moment. Gleich wieder da. Erst klingelt es, dann wird der Hund. Junge. Ja, hallo, meine lieben Freunde. Ich mache jetzt den Alleinunterhalter hier. Ingo ist weg. Was? Ja, genau. Na, hallo erstmal. Ich weiß gar nicht, ob ihr es wusstet. Ne? Für alle, die mich nicht kennen, ich bin der Flauschi. Ne? Und ich sitze hier so rum. So, das letzte Paket. Ist danke fürs Zeigen der IRC-46. Hat echt viel gebracht. Update das auch wieder vorab. Ja, cool. Das stimmt, der fehlt hier auch noch auf dem Hof. Das ist ein richtig schöner... Danke für deine Bits. Mensch, vergessen. Brauchst aber nicht. Ich zeig das doch gerne. Ich bin doch froh, wenn wir da auch mal was kriegen. Und so. Dankeschön dir. Was? Wo? Achso, habt ihr den Hund gehört? Ja, ich habe gesagt, ne, erst klingelt es, dann bellt der Hund. Und Airata wollte das erfassen. Und ich frage mich halt, was er fassen soll. Ich meine, mehr als eine Mandel geht er ja nicht rein. Nee. Also das ist auch nur wirklich eine Alarmanlage. Wenn einer kommt, rennt sie dann weg. Postcode-Lotterie? Nee, da mache ich nicht mit. Da habe ich keinen Bock drauf. Das wäre es ja noch. Bei Ingo im Livestream kommt ja kein Pflaume im großen Schlag. Hab ich gesagt, wenn ich in Lotto gewinnen sollte mal, dann kaufe ich alle aus dem Team neuen PC hier. Wir wollen ja auch spielen zusammen. So, jetzt schon mal Gummi geben hier. Und Schwabe, was macht ein Flauschi? Naja, ein Flauschi sitzt rum, guckt zu, labert dummes Zeug und hat Spaß. Ja, eigentlich wollte oben kommen. Passt er auf. Aber ich habe oben halt für was anderes zu. Der grillt wahrscheinlich oder so. Irgendwas mit Essen wird er machen. Mi Pinky, guck mal. Na du Affe? Du Affe. Flauschi meinte gerade, als du nicht da warst, wir wollen dich einfach grundlos dissen. Du hättest es verdient. Aber, oh. Ey, aha. Sag mal, Pinky, was stimmt denn mit dir nicht? Olaf, aha. Nee. Weißt du, Freundchen. Ich hab dieser Dame nichts getan, ja? Oh. Und dann kommt sie mir jetzt so komisch. Naja, warte ab, Ziege. Oh, alte Ziege. So nicht. Oh, alte Ziege. Hallo, Pinky. Schön, wie schnell du dich unbeliebt machst. Das ging ja fast schneller wie meine Person. Ich dachte immer, ich werde schnellst den unbeliebt machen, aber da hast du vielleicht gerade getoppt. Moment, nee, anders. Sie hat sich gerade unbeliebt gemacht. Ja, sei doch. Achso, ich dachte, Ossi, moin. Ja, ich bin auf der Franz-Karte. Ich fand die so hübsch. Schöne Abwechslung, sag ich mal. Das Problem ist, er hat nichts getan. Das regeln wir bei WWE. Da stecken wir Olaf erstmal richtig in den Karton. Aber ich bin der Ringrichter, scheißegal. Verhaut ihn. Jetzt kriegst du erstmal Sänge, Freundchen. So wie die DX damals mit diesem Dings-Squad, die sie da irgendwie per UPS verschifft haben. Hier rein im Karton. Ach, Spiegel flackern, okay. Aber das habe ich mich nie drauf konzentriert. Mal war das nicht, ne?
Spielst du auch die Karte? Hübsch ist die, ne? Die ist wirklich hübsch. Muss mich jetzt an meine andere Sitzposition gewöhnen, wegen den Lenkrad sitze ich ja wieder weiter hinten. Das ist total ungewohnt. Und es riecht neu. Riecht ihr das Neue? Pinky macht... Ich würde mit Pinky gerne wrestlen. Richtig in Vollkontakt gehen. War das nicht gestern? Habe ich dir gestern nicht gesagt, du brauchst mal ordentlich ein paar aus dem Maul? Ich glaube, das war gestern. Ja, flirten kann er. Aber brauchst du aufs Maul? Da war ich wirklich auch eine Frage. Weißt du, ich hau dir gleich mal richtig ein paar aufs Maul. Oh Mann, ey. Wie fasst mich unsittlich an, André? Was ist denn unsittlich? Als würde ich dich unsittlich anfassen können. Ich bitte dich. Sag mal Auto. Auto, Hupe, nüt, nüt. Wie das? Warum hast du ein blaues Auge? Na, sie hat gesagt, ich soll die zweimal drücken. Habe ich wohl falsch verstanden. Neulich im Fahrstuhl. Ja, ne? Genau. Ja, ja. Crazy Uwe, moin. Ich finde, es riecht hier ein wenig nach Ziege. Ach so. Ist das Ziegenleder? Vielleicht berühre ich dich doch gerade unsittlich, wenn es Ziegenleder ist. Was hältst du davon, wenn ich dahin fasse? Oh, Patti haut einen raus wieder, Alter. Guck für Crazy Uwe. Dankeschön. Vielen Dank dir. So, das ist doch Geburtstag. Geschenkeparty. Hans, das ist unsinnig. Achso. Vor. Wie lange ist das jetzt schon her? 2 Tage? 3 Tage? Hab ich gesagt. Stand das nicht bei uns oder war ich mal wieder, weil ich nicht online war? Ich hab gesungen. Ich hab ihn gratuliert und hab gesungen im Stream. Deswegen hab ich das vergessen. Weil du gesungen hast, hab ich's verdrängt. Ich bummel nicht. Moin. Mittwoch. Werd auch schon mitten in der Woche Geburtstag, das kann sich doch keine Sau merken. Ja, dann auf jeden Fall doch alles Gute nachträglich, Paddy. So, dann nehmen wir die kleine Presse. Aber dann hauen die Ballen ja ab, ne? Wollen wir den MB-Track nehmen? Komm. Start. So. Der Würfelbockigur wurde da achter ein lang klein können. Oh, ich sehe gar nicht den. Ich kann mal nicht nach hinten gucken, was soll ich den doch mal abbauen? Oh, ich muss ja auch schalten. Mein Gott, was ich alles muss. So, kick den Mob. Micha Pisi, der macht hier erstmal 3 Streams voll, ey. Dankeschön. Moin, moin. Normaler Zustand, es sei denn, ich stehe gerade vor dem... Ich habe ewig das Map-Ende nicht gefunden. Ewig. Ich weiß, das ist Jahre her. Dass mir es immer noch vorgehalten wird. Aber ich freue mich auch auf Wrestling und so. Das wird echt, echt schön. Oder die anderen PlayStation-Spiele, die ich noch alles spielen muss. Star Wars, Horizon, ach hör auf. So viele Sachen noch. Aber Wrestling wird mir besondere Freude sein. Den anderen so richtig schön einen aufs Maul zu hauen. Ich meine, wann hat man mal die Chance, den anderen Mitgliedern der Gruppe mal richtig ein paar an die Fresse zu hauen? Ne? Muss man ja... Ihr wisst ja. Da bin ich vielleicht auch nicht immer so aggressiv, wenn Pinky schreibt. Das war ja so instant. Aber sie hat mich auch das, die hat mich auch angeschrien. Ich schreibe, wollte was Nettes schreiben und dann schreit sie sofort, was willst du? Groß geschrieben. Mit 50 Ausrufezeichen oder so. Locker, war hier kein Ding. What? Nur mal langsam. Sonst bist du überfordert und kannst nicht mehr weiter. Ja, richtig. Ich habe neulich auf der Alteiche das Map-Ende gefunden. Ja? Mein Gott, bist du doof. Wer fährt da denn ins Map-Ende? Hm. Schnaps halb groß, Alter. 55. Dankeschön, Olaf. Hast du also. Nee, doch kein Prost. Dankeschön. Vorne am B-Track ist ein kleines Gewicht, ist das. So ein lödes Gewicht. Aber ich sag, ich habe gestern wieder von Ruby die MB-Trucks gesehen. Oh, Alter, ey. Da bewegt sich, da geht alles, ne? Jeder Hebel und so. Der ist verrückt, der Kerl, Mann.
Bin ich doch zu früh ins Bett. Ja, also der hat. Der kam rein, er sagt, Mensch, hier, guck, wenn man hier belangt. Ja, ja, ich war ja noch da, so. Wo er da war, aber ja, dann hat er angeschmissen. Ich bin ja dann kurz nach 11 oder was, bin ich ja auf. Ja, vielleicht auch gut so, sonst hätte ich wieder gesabbert oder so. Ja, wir sitzen ja auch in diesem Röbi-Truck hier. Ja, schon viel länger, Pinky. Du musst ja, weißt du, 55 Monate mit dem Account. Bestimmt noch mal 12 oder 13 mit dem anderen davor. Also, um Himmels Willen. Guck mal, 11 Jahre ist der Kanal schon alt. 11 Jahre. 11. 11. Hier sieht man gar nichts wegen der Hecke. 5 davon bin ich schon hier. Bin immer noch da. Selber schalten ist schon, ist doch schon mal geil. Hoppala. Den muss ich an den Lenkeinschlag noch gewöhnen. Ist ja kein Wunder, wenn immer was passiert im Chat, dass ich immer anhalten muss und lesen muss. Hallo, ich habe mich bei der Suche nach unserem Maisfeld das Map-Ende gefunden. Außerdem war ich in der totalen falschen Ecke. Ja, ja, Sülz blubberbla. Das sind faule Ausreden. Schämen solltest du dich was. Nee, also es kann doch wohl nicht wahr sein. Ich will jetzt auch mit dem Lenkrad spielen. Schon wieder die Post, Alter. Ich komm. Oh nee, da geht er schon wieder. Ja, ne, meine sehr verehrte Zuschauer, die nachfolgende Sendung verzögert sich um ca. 2 Minuten. Der Ingo bummelt mal wieder. Wie sehen Sie hier auf dem Bild an der Bruderschule der B-Truck? Was? Nur 2 Minuten? Naja, vielleicht je nachdem, was die Post jetzt will, ne? Mein Gott. Ja, was will die Post? Wieder Pakete bringen. Das war alles da, ey. Amazon, DHL, DPD, Post. Alter, was ist los? Der ganze Flur steht voll. Paddy, danke was für deine Bits. Ich weiß das immer alles nicht mehr. Gehst du mit dem neuen Knüppel? Was? Das Schalten und so? Ja, ich schalte jetzt mit dem neuen Knüppel. Der liegt gut in der Hand. Ich fahre jetzt meine Ecke und ja, mach das. Am Ballenlager am Eingang, wo der Trigger oben ist. Wie kommt man da hoch? Das weiß ich noch nicht. Das klären wir durch die Balleneinlager. Das weiß ich wirklich noch nicht. Ich spiele jetzt wirklich das. Also ich bin jetzt wirklich hier frisch drauf, ne? Ich habe die nur runtergeladen, mir angeguckt gestern und entschieden, möchte ich spielen. Und das war's. Mehr habe ich, also. Ich weiß das nicht. So, lass mich mal kurz richtig hinsetzen. Ich muss einmal nett in die Kamera gucken. So. Track E eingestellt, weiterfahren. Es ist wie moin. Wenn man sich da auf Nordteufel treffen. Ich muss sie auch komplett leer. Ja, also ich und Sven fangen erstmal so locker an. Also ob wir richtig Rennen fahren, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Hauptsächlich geht unser Spaß darum, uns gegenseitig die Zeiten zu jagen. Ne? Wir haben da einen Server und, keine Ahnung, wechseln einmal im Monat die Strecke oder so und wir fahren dann einfach aus Just for Fun aus Spaß und jagen uns gegenseitig ein bisschen. Ne? Letztens war Hotz da auch mit drauf. Und das ist schon krass, wenn du in den Rückspiegel doch nochmal einen siehst, der dann drankommt oder so, ne? Oder du hinter einen herfährst. Zum Lernen ist Sven dann vorgefahren, um mir die Bremspunkte zu zeigen und so. Und da dann, oh, Alter, ey, das. Was haben wir geschwitzt beide, Alter? Und ich hatte den nächsten Tag, habe ich ja gezeigt, da hat sich meine Haut abgerieben. Alter, ich habe so gelenkt, meine Haut. Meine wunderschöne alte Haut. Man sieht hier noch die Fleischwunde. Fleischwound. Aber jetzt mit meinem neuen Lenkrad wird dieses nicht mehr passieren. Glaube ich. Hoffe ich. Lusche. Ich kann das auch nicht für. Ich bin so viel Stress nicht gewohnt. Und ich bin ja auch alt. Da geht die Haut auch schon mal ab. Wie so eine alte Schlange habe ich mich dann gehäutet an den Finger. Du bist ganz schön zart. Danke. Hast du gemerkt, wie ich dich berührt habe hier am Ziegenleder? Lernen ist das perfekt. Ja, es ist wirklich gut. Also Sven ist auch deutlich schneller wie ich. Noch. Neues Lenkrad? Motor? Ja. Habe ich mir gegönnt. McDonny, moin. Rennen fahren. Moin.
Oh, guck mal, wie sie sich freut, die Ziege. Wie sie lächelt. Sie kneift sogar die Augen dabei zusammen. Also ich würde sagen, dass das Grimassen beziehungsweise also die, das mit der Gesichtserkennung, ne, der Emotionserkennung, das müssen wir noch üben, Ingo. Wieso? Ich finde das durchaus... Wie klappt das bei dir nicht? Klar, so? Sie freut sich. Guck, wie sie sich freut, die kleine Ziege. Das ist auch, Ingo geht auf, wenn er weiß, irgendwie auf einen Hund zu, der Zähne vielleicht folgen wird. Ja, aber Gucci. Ja, was soll passieren? Außer, dass ich am Backofen mir wieder die Wunden dicht brennen muss, passiert auch nicht mehr. Mich hat ja mal ein Hund vom Fahrrad geboxt. Das fand ich, muss ich sagen, das war scheiße. Das fand ich nicht so gut. Da hat er mich vielleicht mit... Ich kann mir das richtig vorstellen. Ingo fährt mit dem Fahrrad irgendwie beim Nachbarn beim Zaun vorbei. Ja. Weißt du, der Bernardiner vom Nachbarn steht dahinter auf den Hinterbeinen und boxt. Kein Bernardiner. Das war ein kleinerer. Das war aber größer als ein Schäfer und so. Und ich fuhr mit dem Fahrrad... Meines Lebens blöd, ich guck so nach rechts, ich sag, das ist aber ein großer Hund. Und dann springt dieser große Hund über den Zaun, rennt über eine Weide, springt über noch einen Zaun. Und dann mache ich, oh, wenn er näher kommt, ist er noch größer. Und dann stand er auch neben mir oder lief neben mir am Fahrrad und hat mich ans Bein gepackt und mich runtergerissen. Und dann hatte ich Flashwound. Ich merke es auch heute noch, 80 Jahre später. Ja, RD5 Bundle habe ich genommen. War Fanatec, ob ich wieder einen Fanatec nehmen oder Moser und alle haben gesagt, hol dir Moser. Habe ich mit Sven hier Kanix besprochen, lange und breit, ne? Dann haben wir uns darauf geeinigt. Weil wir fahren ja auch zusammen so ein bisschen Rennen jetzt. Und dieses Direct Drive wollte ich einfach mal haben, ne? Wobei das Logitech schon echt gut mitgemacht hat, ne? Also muss ich wirklich sagen, wir haben 3 Stunden gefahren, wie die Bekloppten. Und das hat das gut mitgemacht. Ja, mein Logitech, das G923, das wird dann Uben erben. Weil der hat noch kein Lenkrad jetzt. Na, was hast du vor? Willst du abbunkern? Digi, Bro, bin gleich da. Muss auch, ja, kein Stress. Ich habe Zeit. Ich habe heute den ganzen Abend Zeit. Ich werde den ganzen Abend mich mit meinem Lenkrad beschäftigen. LS und ich werde Rennen fahren. Ja, ich werde mich durch nichts ablenken lassen. Olaf ist ähnlich wie bei Coffee. Der den Chat-Nachrichten auch ziemlich kreativ im Bild. Achso, wie? Macht er das auch? Ich möchte mal wissen, vielleicht sollte ich mal wirklich so, weißt du, die letzten Jahre der Streams nochmal genau den Chat durchlesen, was da alles geschrieben wurde. Thomas, moin. Voll ausgestattet, ich sag's dir, wirklich. Das Letzte, was mir noch fehlt, was ich noch nicht habe, ist ein neuer Gaming-Stuhl. Ich habe ja jetzt hier diesen Noble-Chair, der ist auch gut, aber der ist zu groß. Ich sitze da falsch drin und tut mir irgendwann der Rücken weh und so, ne? Da ich ja Beine habe und nicht die ganze Zeit wie so eine Ziege im Schneidersitz auf den Stuhl sitze, brauche ich halt was Bequemes. Weil ich will da nicht seitlich drin liegen. Die Anhänger sind leider immer noch nicht angekommen. Ja, die sind eingereicht im Modhop, ne? Wer weiß, wie lange das braucht, bis es durchgereicht wurde, ne? Und dann auch nur die Hälfte eines Fahrrads. Das tut sich in der Tat nichts, ne? Das Moser ist ja ein Angebot gewesen, jetzt für 500. Und das Fanatec mit Halter und alles drum und dran wäre ich ungefähr bei der gleichen Summe gewesen. Deswegen haben wir ja verglichen halt, ne? Weil Fanatec war eigentlich mit zufrieden. Aber die haben auch das Material vom Lenkrad geändert und so. Deswegen habe ich mich fürs Moser entschieden. Bin auch völlig begeistert, ne? App gesteuert, das mache ich nachher erstmal fertig, dass ich mit der App dann das alles einstellen kann. Der erkennt die Spiele komplett alleine. LS hat er alles übernommen. Ich brauche hier nichts einstellen. Bis auf die Death Zone, ne? Besser nicht, behalte deine Illusion. Wow, was soll denn das heißen? Was soll denn das heißen? So, komm, machen wir mal im Ausbringen, wir mal eben weg. Mal gucken, ob wir das Video da auffinden. So. Start. Da bin ich mal auf nachher gespannt. Sven will dann auch noch dazukommen. Warum blinke ich hier eigentlich?
Ja, die Pedale muss ich unbedingt noch umschrauben. Das mache ich, bevor ich Rennen fahre, muss ich erst die Pedale umtüdeln. Kepling, hi. Oh, hier müssen wir ein bisschen langsam, wa? Ja, wenn ich mich dann irgendwie für so ein Gaming-Schuh entschieden habe, dann habe ich in der Tat alles. Da bin ich zufrieden. Löwenfuzzi, boin. Jetzt rief er bestimmt bis Ultimo. Hat er da keine Zeit? Doch. Ich weiß, ich hab gewhatsappt schon mit ihm. Na klar streamt er länger. Das ist ja auch klar. Der ist halt noch jung. Der kann das auch noch so alles. Ich kann das ja nicht. Aber wenn wir Schluss machen, gehen wir auch auf jeden Fall rüber. Na, Lieblingsziege von Ingi? Alles okay bei dir? Hoffe. Ja. Es ist die Lieblingsziege. Es gibt ja auch nur eine Ziege. Ich kenne keine andere. Ich kann das überhaupt nicht vergleichen. Von daher, ja, dann ist es halt meine Lieblingsziege. Wir haben auch schon so viel miteinander durch. Wir waren nett zueinander. Wir haben uns angeschrien. Ich streichel das Ziegenleder. Oh, scheiße. Das habe ich mir gedacht. Da muss ich vielleicht nochmal einen anderen Weg finden. So. Facepalm, warum? Oh, Jagd. Du bist unser Lieblingsaffe. Ja, genau. Kennst keinen anderen. Da bilde ich mir jetzt gar nichts drauf ein. Oh scheiße, ich wollte das Affenlied ja noch spielen. Das habe ich jetzt vergessen, das muss ich hier einbinden irgendwie. Seit ich hier bin, geht schon schlechter. Toll, das freut mich, wenn ich deine Stimmung irgendwie verändern kann. Dann hat sich das Stream ja schon mal gelohnt. In welche Richtung ist ja egal, Hauptsache du empfindest irgendwas. Nicht, dass noch einer sagt, du bist gefühllos. Fahren wir da mal rum. Pinky ist alt. Ich streiche das Ziel. Ja. Ich habe das. Mein Lenker, das Moser. Das mit Ziegenleder. Ableseilung hinten ist in Ordnung. So, raus damit. 25er Serie, krass, Lukas, danke. Der kann gucken. Der Bonus. Ich bin halt langsam, ich fahre vorsichtig. Nicht, dass es noch heißt hier, Juma, im Alter, der kann gar nicht mehr richtig fahren und so. Das wird wohl ja nicht happen, ne? So, jetzt fahren wir hier nochmal raus. Und nächstes Mal bei reinfahren, hier müssen wir drauf achten. Achtung, so breit ist das Tor gar nicht. Sieht aber schön aus hier, ne? Dieses Gepflasterte und sowas auch. Also das muss ich sagen, das hat er ja richtig drauf. Da muss ich mit Uwe nachher mal sprechen, wenn er wieder da ist, dass wir abends dann WWE anschmeißen und richtig die Kartoffel vom Hals hauen. Kartoffel vom Hals. Die Map ist echt super, ne? Also der ist so detailverliebt auf die BGA und das alles. Also ich muss wirklich sagen, habe ich Bauklötze gestaunt. Da schweige ich mal zu. Ich fahre Rennen nachher. Sven, moin. Hi, sei grüßt. Fast überlesen. Muss halt andere runter machen. Redet ihr schon wieder vom Panda? Was los da? Also nicht vergessen, beim Pinku mir, ich bin der Nette. Damit das auch mal geklärt ist.
sie ist vielleicht eine Frau und hat öfter recht und so. Und spielt immer, ich bin Süßkater aus. Aber der Nette bin ich. Ich weiß gar nicht, wie wir es da machen mit den Ballen, die Kohle noch alle weg. Muss ich mir nochmal überlegen. Der Pinky und Brain, ja. Witzig, das habe ich schon mal gemacht, das Emote. Pinky und Brain. Habe ich einfach den Affen und den Ziegenkopf auf Pinky und Brain gemacht. Und dann so ein großes Narf. Und der Affe, nö. Oh, der ist fertig, toll. Oh, scheiße. Reicht das noch? Ich glaube, sein Rohr ist zu kurz. Nee, passt. Ha, wusste ich doch. War der Nette nicht hot? Ja, Moderator. Arme Pinky, arme Pinky. Sie ist nicht arm. Die hat so viele Bananas. Und sie ist nicht arm, sie kennt mich. Das ist doch schon, das ist doch wahrer Reichtum. Jetzt spielt sie die wieder aus. Das ist die ganz miese Karte. Hä? Muss ich erst mal gucken. Aha. Konnte mich erinnern. Ich glaube, den Lenkwinkel muss ich noch umstellen. Das ist ein bisschen bait and fail. Ja, guten Morgen. Sei gegrüßt. Wenn du so voll Speed bist mit denen, muss man wieder runterschalten. Nageln wir einfach rüber. Da bin ich nachher echt mal gespannt auf das Rennen. Da muss ich sagen, da bin ich wirklich mal richtig gespannt. Aber vorher noch Pedale umschrauben. Ja. Und freue mich auch, dass das in LS so unkompliziert läuft mit dem Lenkrad. Da hatte ich auch noch Sorge, dass das nachher irgendwie nicht klappt, ne? Aber das ist wirklich super. Jetzt muss ich nur wieder aufpassen, dass ich es nicht kaputt mache wie das Fanatec. Ich muss sagen, der Stecker hinten für das USB-Ding ist genauso wackelig. Da habe ich schon wieder Bedenken. Aber werde ich mir was zu überlegen. Hier hätte ich auch reingekommen. Naja, wir fahren die nächste. Ja, also das habe ich auch gesagt. Das kann er einfach, ne? Das hat er wirklich drauf, dieses Detail, ne? Auch diese Texturen der kaputten Straßen und, ne? Das ist schon wirklich, das ist schon wirklich geil. Deswegen, und der Hof wieder auch gebaut ist, da fühlte ich mich dann auch gleich wohl, ne? Ah, passt. Na, gerade so. Hab selten so geil aber gesehen. Ist wirklich, also das muss man sagen, ist wirklich hübsch. Die Karte schaue ich mir auch mal an. Hab sie mir auch mal geladen. Denk aber Oldtimer oder was. Ja, also ich mache ja auch so ein bisschen Mischmasch jetzt, ne? Der einzige neue, den ich habe, ist der Fendt. Ansonsten habe ich hier, das ist mein Hoftraktor. Der alte Lanz Bulldog hier, ne? Oder für die Kleinfelder habe ich auch noch die Opas Drescher behalten, ne? Den schmeißen wir auch noch an. Oh, bin ich wieder... Habe ich den Urlaub gemacht hier, du? Was? Hab die Tür nicht aufgemacht beim Aussteigen.
Du spulst zurück und machst das richtig. Schrei mich nicht an. Aber geil, du steigst jetzt sofort wieder ein. Ja, aber nicht rein mit dir. Ich glaube, es sagt David Zauberpussy oder was. So, weg damit. Oh, ich hab noch was Neues. Kirschlolli. Oberstrescher, hey, Olaf, ja, da braucht Olaf wenigstens keine Fenster auf und zu machen. Leute, schönes Wochenende. Ernst, das wünsche ich dir auch. Ernst, willst du auch einen Lutscher haben? Ich würde dir einen geben. Ich tausche gegen Schnitzel. Ich wollte sagen, du gibst doch nicht einfach so einen Lolli hier. Du wolltest aber tauschen. Oh, da hüpft wieder einer. Hinterher. Ein Anhänger können wir dran lassen. Wollen wir den Drescher mal laufen lassen? Komm, ich lass ihn hier mal laufen eben. Den will ich mal in Aktion sehen. Der muss ja so ungefähr Ernstes Baujahr sein. Wenn wir nicht weiterkommen, dann kann Ernst uns sagen, wo der Schok ist. So. Aber wir kriegen das hin. Wir wollen Ernstel, der hat das Wochenende, den wollen wir nicht noch belästigen. Sonst spiele ich Annehmer, Ernstel. Sag ich, du, einen habe ich noch. Wenn du noch mal 5 Minuten Zeit hättest, vielleicht. Achtung, Achtung. Der Silo King betritt den Chatroom. Der Flattmacher Ernstel, du. Aber jetzt schmeißen wir die alte Kiste mal an hier. So. Schön Cabrio fahren. Und lass laufen. Lass jucken, Digga. Oh. Schmuckstück. Oha, geschaltet werden will er. So richtig alte Technik, Alter. Lässt der fallen? Tatsächlich. Das ist ja doll. Da bewegt und dreht sich halt auch mal alles, ne? Das ist doch geil. Oha. Das schiebt da ein bisschen. Wende Kreis wie ein Flugzeugträger. Ach toll. Wo kommen wir da überhaupt einfach mit rum? 1500 ist jetzt ja nicht so der größte Bunker, ne? Hoffentlich kommt da ein Anhänger überhaupt ran. Ist jetzt gar keiner Wasser.
Ja, Unebenheiten machen nicht. Das ist, glaube ich, vorne die Haspel ein bisschen zu tief. Volker, moin, sei grüßt. So, haben wir da einmal rum. Hey, wer die da? Hallo. Ja, durchwachsen, sag ich mal. Durchwachsen. Katze. Ja, ich war nächste Woche ja wieder mein Neurologentermin, was der sagt, oder die sagt, besser gesagt. Ich schicke bestimmt beide Hände über Kopf zusammen. Das ist dann auch Katastrophe. Was in Geschäften los ist? Wieso? Ist irgendwie wieder Kampftag oder so? Ja, ist doch Freitag, da gibt es doch die neuen Wochen. Was? Warum? Erzähl. Was bei mir? Ja, ach, ich habe doch die letzten Tage wieder so schlimm gehabt, dass ich die Nächte wieder durchgemacht habe. Ey, und ah, hör auf, ey. Ich dachte langsam eigentlich, dass das mal weg ist, aber irgendwie weiß ich auch nicht. Und ich habe so das dumme Gefühl, die Neurologin wird sagen, ja, dann bist du halt noch länger außer Gefecht und hier hast du noch ein paar Pillen mehr. Das Problem ist, diese Pillen, der Körper, also es entsteht ja eine Abhängigkeit, ne? Weil nach einer Zeit will der Körper halt mehr davon haben, damit das wirkt. Und da ich schon auf Höchstdosis bin bei so Sachen, ist das für mich halt... Könnte das eine richtige Arschkarte werden noch? Da bin ich mal gespannt. Nicht schadlich mehr. Achso. Hättest du was gesagt, ich hätte dir was eingekauft. Ich wäre für dich gefahren. Da bin ich Kumpel. Hätte ich den Karton mit meinem Lenkrad beiseite gestellt, gesagt, nee, baue ich später auf. Ich muss jetzt erst für einkaufen gehen. Warum glaube ich dir das nicht? Der Ziel geschrieben. Los, geh mal einkaufen. Und bring uns was Schönes mit. Eine Überraschung. Und was zum Spielen. Und was Süßes. Besetzt? Auch besetzt. Guck mal, ob der Unterpass. Oh, Benny, seine Map. Das Update ist raus, habe ich gesehen. Der bayerische Höf. Kartoffeln und... Die Kartoffeln, die haue ich ihm beim Wrestling vom Hals. Schön die Kartoffel weghauen. Oh, scheiße, wie fahre ich denn schon wieder? Warum fahre ich denn hier so ein Blödsinn, Alter? Der Sound vom Shooter könnte einen Tick lauter merken. MB habe ich leiser gemacht. Shooter muss lauter. So ist. Oh, Alter, Entschuldigung. Kann ich da nicht auch lang? Nee. Haben wir den Drescher eben hinterher. Weg, du Hühnchen! Sonst wohnst du im Profil. Danke, Lutscher. Hallo. Hallo, Panda. So. Hallo. Ich hab Spliss an den Lippen. Hier, kann man das sehen? Da ist Bliss! Ich, oh Gott! Clip this! Kann das mal einer klippen, bitte? Ich hab hier so ein Labello für den Hintern oder was? Soll ich mir das da mal raufherkeln? Oh, was ist das denn für ein Geschmack? Oh, das ist ja lecker. Toll. Mensch, der schmeckt Clip. Ja gut. Clip this. Clip das. Was ist denn das? Honig. Oh, siehst du. Ha. Na, wer will mal Honig haben? Ich frag mal Sven.
Streamt der gerade? Kann mal einer fragen, ob er Honig haben will? Ich hätte Honig für ihn. Wird erledigt. Das ist das Letzte, auch was er von mir sieht, wenn wir Rennen fahren. Dann gehe ich bei ihm an die Scheibe, klopf an. Und dann hau ich ab. Ach nee, warte. Vielleicht gebe ich ihm auch lieber einen Lutscher. Oh, boah, ist das lecker. Toll. Das muss man ja auch essen dürfen, ne? Dann dürfte man das dann nicht machen. Aufspritzen, ja, das mache ich auch. Neues Lenkrad, neue Farbenstick, alte Fahrskills. Ja, ich muss das noch einstellen hier. Das ist ein bisschen viel Grad. Aber kriegen wir hin. Ja, wackel, wackel, Bruder. So, kommen wir jetzt unter. Ich ahne Schlimmes. Ach du. Scheiße. Alles klar. Habe ich verstanden. Habe ich verstanden? Ja, ist gut. Ich hab's verstanden. Er hat nur was geantwortet. Er weiß, dass du ein neues Lenkrad hast. Klang schon etwas gefrustet, dass er das nicht hat. Schaut bei Hilili Halashir vorbei. Das macht keiner, wenn du das da so schreibst. Tschüss. Das macht wirklich keiner. Aber jetzt denke ich mal wieder, wahrscheinlich, du bist wahrscheinlich sehr jung. Also, auch wenn das vielleicht deinen Horizont überschreitet. Olaf, würdest du mal, geht so nicht. Einen Chat gerade schon. Geht so nicht. Geht so nicht. Rolfi, moin. Was ist denn das für ein Clip? Verstehe ich nicht. Jetzt brauche ich, muss ich mir wirklich. Das können wir. Na komm, das machen wir. Das ist kein Problem. Komm, den Spaß machen wir uns. So. Pass auf, Leute, den Spaß machen wir uns jetzt. Dann müssen wir da halt was für kaufen. Oh, Alter, ey. Er kommt auch noch aus dem Ersten Weltkrieg, die Technik. 45 PS. Dim, dim, pim, 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 pim. Ach ne, halt. Oh, den nehmen wir zum Silo. Plattmann. Was hat der? 70 PS, guck mal. Da kommen wir, sagt er, schon näher. Krass. So viel Dampf, Alter. Was haben wir hier noch? Ich habe mir den noch nie angeguckt. 50. Die haben 60. Tasten uns ran. Das ist ja schon fast mehr ein Auto. Guck das mal an, ist ja verrückt. Wollen wir den nehmen? Verrückt. Boah, der ist aber lang, da komme ich nachher überhaupt nicht mit unter die Tür. Guck mal, wie lang der ist. Krass. Komm ich überhaupt nicht mit rein. Map. Map. Die Map steht im Titel. Glaube ich. René, moin. Ich kann es nicht aussprechen. Aber der Labello ist lecker. Meine Fresse. Klingt, kommt. Danke. Stimmt, diesen Mod hab. Benny. Da, wo dein Update jetzt auch ist. Genau daneben an. 50. Ach, ich weiß auch nicht, Leute. Komm, ich nehme jetzt einfach den hier. So. Zack. Friedestein sieht gut aus. Jetzt haben wir Reifenwand hier. Radgewichte brauchen wir nicht. Zubehör? Guck, was ist denn Zubehör? Ach so. Krass. Was der nicht alles hat. Nehmen wir alles. Verdeckt machen wir rauf. Frontscheibe ohne Verdeck.
Komm, fahren wir Cabrio. Kotflügel möchte ich haben. Spiegel braucht keine Sau. Ackerschiene, ey. Wie geil ist das denn? Das brauchen wir nicht. Wir nehmen die Ackerschiene. So, komm. Den wollen wir haben. Dann brauchen wir einen Anhänger. Zah. Geil, ey. Ballenwagen. Krass. 6.000. 4.200. Nehmen wir den. Sieht doch schön aus. Pflegebereifung. Gewählte Bordwand. Ha! Ne, Abdeckung brauchen wir nicht. Kurze Wege. Zack! So. Nordagra, moin! Barsch, moin auch! Bin auf der Hof Bergmann 1-4 am Hopfen. Ja, das macht auch Spaß. Auch eine richtig schöne Map. Passend zum Streamer? Was heißen? Verstehe ich nicht. Bisschen um Erklärung. Alt und rundlich? Nein, ich habe die. Ich bettle selten nach Mods. Aber ich habe dann. Gestern war Rübi ja noch bei uns. Da war ich dann schon. Ich habe es ja nicht mehr ausgehalten. Als ich dann noch diese hier gesehen habe, habe ich dann gefragt: Mensch, gib. Ich muss die haben. Ich darf auch nicht sagen, wo ich sie her habe. Habe ich geschwört. Schmeiß an die Kiste. Moser ist geil. Also ich habe es jetzt ja nur in LS gespielt, aber das, was mir richtig gut gefällt, der hat alles von meinen alten Lenkrad übernommen. Ich brauchte hier nur die Deadzone einstellen, dann guckt er, welche Spiele man hat, die kann man installieren. Du kannst es über App steuern, das will ich nachher noch einrichten. Ja, und dann fahre ich nachher mal durch die grüne Hölle. Werde ich erstmal richtig einen durchjagen. Ich hab mich fast verfahren. Nimm deine Gurke da weg! Scheiß Rolle Draht hier im Weg oder was? Nessie, na, was machen die Kanalpunkte? Richtig einen durchjagen? Spricht ja gerade von was? Von Bubatz? Was Bubatz? Mal herausfinden, wie ältere Traktoren oder... Hallo! Lob mir in Ruhe. Ich helfe dir, was du tun. Zum Gefühl ist sehr viel... Also es ist wertiger. Es fühlt sich auch besser an, sogar wie das Fanatec. Also es ist wirklich das... Ich habe mit Kanix und so... wir haben hier uns wirklich noch beraten abends, was nun das Bessere wäre und... aufgrund von Material und ich weiß gar nicht, da war noch eine Entscheidung, habe ich dann gesagt, gut, dann versuche ich das Moser jetzt und es ist wirklich gut. Also es ist wirklich gut. Ich muss hier nur aufpassen, dass ich nicht auch den Anschluss wieder kaputt mache. Da habe ich aber schon eine Lösung. Dann werde ich nachher noch, bevor ich Rennen fahre, die Pedale nochmal abschrauben und nochmal anders ansetzen. Ja, und dann, also toll, muss ich sagen. Pflanze zu Hause? Ich habe keinen grünen Daumen. Pflanzen wollen nicht zu mir. Ach, da ist mein Hof ja. Ha, wo ich hier gerade so lang tucker. Hi. Alter, hast du ein Windows-Update gehabt oben? Wer? Ich? Du klangst gerade echt weit weg. Ja, mein Mikro war noch draußen. Hallo oben. Nichts falsch gemacht. Gab es deine... Ja, ich meine, ich habe
das war überlegt, ob ich das R5 oder R9 Bundle nehme. Aber ich kannte das Fanatec ja, das hatte so auch 5 Newtonmeter. Und das hat mir völlig gereicht. Und deswegen habe ich das R5 Bundle dann genommen. Daniel, moin! Was das schön ist? Die tolle Map aus Modpath. Landspark in Kombination mit der Map sind mega. Richte ich den Hof gerade ein. Und den Park einfach, wow, ist geil. Ja, dieses kleine Feld, deswegen mache ich diese kleinen Felder auch mal mit diesen alten Drescher da und so. Von Opa. Das finde ich, muss ich sagen, auch mal ganz geil. So orgeln wir hier mal im Rübe. Ich wünsche einen schönen Stream, wenn wir weg. Sven, danke fürs Reingucken. Mach's gut. Schönes Wochenende dir. Not sure. Danke, Lärm und so. Danke für den Lärm im 44. Monat. Das ist ja mein Alter. Oh. Ich dachte schon, heute kommt gar keine Romantik mehr. Dankeschön. Warte, dann müssen wir hier so ein bisschen auch. Vielen lieben Dank. Sehr gute Idee, ja. Moin, Not sure. Hi. Wieder wackelt die, ey. Orgel, 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 Orgel. Deswegen habe ich so einen auch als Hoftrecker genommen. Ist aber auch echt fett, ne? Was du hier wieder alles kannst, Alter, ey. Machen wir mal aus, die alte Orgel hier. Wo könnten wir eigentlich laufen lassen? Der braucht ja 5 Minuten, bis er an ist, Alter. Du meinst jetzt für einen Dauerläufer? Wow. Aber das ist so geil. Du musst dir mal angucken, was diese Mods, ne? Auch wieder. Auch bei den Rohr und so. Guckt euch das mal an. Das ist. Das, wie das sich umlegt da noch, ne? Seht ihr das? Das ist doch. Also, komm, gemacht ist das wieder richtig gut. Man muss die Dinge auch einfach mal fahren. Und wie die aussehen, ne? Also, richtig hübsch. Und das Knarzen von dem Blech und so alles, ey. Ja, cool. Ich bin damit super zufrieden. Habe ja auch das R5 und kann nicht meckern. Habe auch noch das Fanatec CLS-DD im Vergleich zu Moser. Ist das Fanatec nicht schlecht, aber das Moser ist... Genau, das haben auch mir viele gesagt, was ja auch schon einige haben. Und deswegen war das schon ganz gut, da das Moser zu nehmen, denke ich auch. Schön. Wie sind deine ersten Eindrücke jetzt? Mega. Ja? Ich völlig begeistert. Der erkennt, das nachher noch, das ist ja App gesteuert. Und das hat alle Spiele, die es unterstützt, erkannt bei mir. Und den LS hat er alles von den alten Lenkrad übernommen. Ich brauchte nur die Dead Zone einstellen, alles andere war da. Ja, das ist cool. Koppe, moin. Bei dem Volumen von den Drescher bist du eh mit Abtanken beschäftigt. Ja, das kann man mal machen. Ne? Also man muss so eine Mods auch einfach mal spielen. Also ich finde die wirklich so schön gemacht. Deswegen habe ich, wie gesagt, den Lanz habe ich ja auch ein Modell mit Frontlader, gab es den ja auch mal. Oder haben sie Nachgerüste da, den haben wir hier auch im Hof. Der kann dann so ein bisschen Ballen schieben und so, ne? Finde ich wirklich gut. So. Achso, mein. Wo wieder? Ach, dann war ja. Da kommt man nicht mehr zu, kann nichts wie. Achso. Nee, da brauchst du auch erst den Code. Den Code gibt's bei Jan. Twitch Farming. Aber das ist vorbei, das fangen wir nicht wieder an. Ja, habe ich installiert. Darüber hat, das ist ja das Tool, ne? Darüber hat er die Spiele erkannt und das alles. Kannst du mich grüßen? Sind wir hier auf YouTube oder was? Pass mal auf. Was ist denn mit ihm? Wolfi, Wolfi. Ich war's nicht. Olaf Böse. Was ist mit mir? Oha. Ich hatte eine Dusche, ich mach so Finger am Fußhang. Unfall. Wie? Verstehe ich nicht. Unfall? Ich bin jetzt ja nicht für Unfälle bekannt oder so.
Halt, stopp. Scheiße, Mann. Da oben der andere Drescher steht da hinten noch auf dem Feld. Du kannst, wenn du willst, auch irgendwas abdreschen noch oder fertig machen. Da feel free. Oder wir die Weiden abmähen und hier Silos machen. Aber hier hast du auch einen Schlepper. Ach, da unten. Nee, der macht Weiden da unten. Du kannst hier auch sonst leih dir oder kauf noch einen neuen. Das ist scheißegal. Wir müssen jetzt ja erstmal anfangen. Achso, der ist ja fertig hier. Der Drescher ist fertig mit dem Feld. Der Klaas, ja. Ja, den kannst du, damit kannst du losdüsen. Ah, ja. Du kannst aber auch krass machen und Silo anfangen. Das ist mir wirklich eins. Da. Ich kann den erstmal klein. Sorry, Moin, das sagt man nicht irgendwo. Was habe ich denn wieder gesagt, was man nicht sagt? Guck mal, kann ich hier auch gucken? Mein Land muss ich gucken. Genau, wird der LS dem Tool angezeigt? Also, nein, der LS wird mir nicht angezeigt. Aber der hat automatisch von meinem Logitech die ganzen Sachen übernommen. 1:1. Hilfe, ich glaube, ich bin im Spiel so verfallen. Unser Fleischer hat jetzt draußen einen Automaten stehen, wo man auch noch Feierabend noch abgepacktes Grillfleisch holen kann. Und rate mal, wer gestern Abend mit jede Menge Kleingeld vor den Automaten stand. Achso, hast versucht, 3 Steaks in Reihe, hast gewonnen, oder was? Aber die Automaten stehen hier auch alle rum, das ist geil, ne? Da kannst du ja sogar sonntags hin und so. Ich dachte, die drehen sich denn so. So, Steak, Steak, Steak. Irre, ich hab Jackpot, Digga. Boah. Hilfe. Aber, ach, scheiße. Oh, sag doch einer was. Oh. Was machst du denn da? Ich wollte mal gucken, ob der das schafft mit der Haspel, wenn ich das Blatt fahre, das wieder hochzufahren. Aber hier scheint eine Dingsen zu sein hier. Beim Anpflanzen hier, hat hier einer scheinbar eine Fahrgasse gemacht. Genau. Scheiße. Ich muss wirklich ganz zurück, ne? Ja, ganz zurück. Angezeigt hätte ich was falsch gemacht. Ne, deswegen hatte ich das mit Canix diskutiert, weil ich sagte, Mensch, da steht, jede Simulation wird unterstützt, aber LS taucht noch nicht auf. Aber er kannte welche, die da auch mit LS spielen und sagte, das wird funktionieren. Ah ja, gesagt, na gut, dass wir ja mit dem Dolby zu tun haben, wir nicht. Aber das ist wahrscheinlich gleich dem Fanatec, ne? Wobei die Software hier noch wesentlich umfangreicher und besser ist. Ich bin mal auf diese Handy-App gespannt mit Bluetooth da, den Scheiß. Steht Jackpot? Geil, will ich auch Automat, so muss hinkommen. Die haben auch so einen Pizza-Automat, da war ich aber noch nicht. Ich sag mal so, dann muss ich wohl oder übel spätestens morgen Abend grillen. Das tut mir leid für dich, wirklich. Armer. Mit Armer bei? Das tut mir wirklich leid, dass du grillen musst. Oh. Ich würde dir die Bürde gern abnehmen. Also wenn du magst, schick mir das einfach her. Da bin ich Kumpel. Ja. Pizzaautomat, das war dein Ansprechpartner. Ich glaube, der war da noch nie. Ich habe euch Fotos geschickt davon hier. Du hast ihn aber nicht benutzt. Hinfahren und fotografieren zählt nicht. Na, ich glaube nicht, dass er da unwiderstehlich vorstehen geblieben ist und da nichts reingeworfen hat. Ja, jetzt zeigst du mir mal, wie du... Nee, man benutzt doch keinen Automaten. Das habe ich anders gehört. Dir vor, du scheiß Automaten, jetzt zeige ich es dir. Warum? Morgen soll geiles Wetter werden. Ja, habe ich auch gehört. Wobei hier bei mir zeigt er, in der App hat er 10 Grad angezeigt. Da habe ich gesagt, wo sind denn die 23 Grad? Aber da habe ich gelesen, ist wahrscheinlich wieder nur in Bayern. Das ist mir egal. Also ich will gar nicht so warmes Wetter jetzt schon haben. Warum? Toll. Nee, ich will das nicht. Da gibt es morgen damit da erstmal schön Spaghetti-Eis. Muss ich meine Klimaanlage wieder rausrollen. 30 Grad, krass. Gott sei Dank bin ich hier am Wasser. Du bist nah am Wasser gebaut. Richtig? Ja. Ja, ich bin halt gefühlvoll, ich bin sensibel. Deswegen reagiere ich auch so, weil frag doch mal die Ziege, wo die mich angeschrien hat. Da war ich auch äußerst sensibel. Ich habe dann wirklich gleich, ich hätte ja auch zurückschreien können. Habe ich zurückgeschrien? Nein. Habe ich die beschimpft? Nein.
Gestern ist es ausgeartet, da wollt ihr ein paar aufs Maul hauen, aber das ist in Ordnung. Das muss auch mal sein. Leon, moin. Rahmen brauche ich noch nicht. Ja, ich will das jetzt auch noch nicht. Ist mir zu früh. Au, am Wasser. Nennt sich Pool. Ja, Pool, das ist, weiß ich nicht. Da habe ich mich eigentlich von distanziert. Ich hatte ja mal so einen Pool, ging mir auf den Sack. Ja. Das ging mir wirklich auf Eier, muss ich sagen. Also da hatte ich dann zum Schluss gar keinen Bock mehr zu. Da fahre ich hier lieber, weißt du, zwei Straßen weiter ist ein Freibad. Dann gehe ich morgens zum Oma und Opa schwimmen. Ohne Schüler und so. Das ist toll. Dann haue ich da mich neben Oma Müller ins Wasser und schwimme mit einer Bahn. Naomi, wollen wir mit Wette paddeln oder was? Und Antl steht am Beckenrand und feuert die Omi an. Ach stimmt, du warst ja auch hier. Dann Bremen am Wasser, nur Regen. Das stimmt, die Woche, muss ich sagen, war scheiße. Aber hey, das ist der Grund, warum das geregnet hat die ganze Zeit. Ja. Weil Bernie da war? Bremen war traurig. Scheiße, wir hätten mal Handynummern tauschen sollen. Du denkst auch überhaupt nicht nach, Bernie. Mann. Also eben in den Chat schreiben. Ja gut, bei Fanatec hast du auch Fanatec-Software für Lenkrad und so. Dann gibt's ja auch Fanlab und die Spielprofile anlegen. Kannst du noch alles für die... Ah, okay, das habe ich mich nie so mit beschäftigt. Also Fanatec fand ich halt immer nur gut. Da konntest du halt auch im LS einfach drüber einstecken. Das war alles viel einfacher wie das Logitech halt, ne? Nur peinlich, wenn die Oma nicht abzieht. Ja, das stimmt. Aber das würde ich euch denn ja nicht erzählen. Dann würde ich ihr irgendwie hier vor dem Ziel oder so die Badeklappe einfach ins Gesicht drücken. So, nimm das. Ich habe dich hunderte Mal gefragt. Aber da kam ja nur... Ja, Benni, manchmal bist du ein Spaten. Sagen wir hier. Wir müssen bei sowas Handynummern tauschen. Geschütte war nur 9 Meter Durchmesser. Ja, wir hatten auch, also das, das ist so lange her, das ist 20 Jahre her, wo ich den Pool hatte. Das war aber auch so ein großer im Garten dann halt, der dann ja stehen bleibt. Aber ich hab da keinen Bock mehr drauf gehabt, würde ich nicht. Zum Gießen. Ja, das stimmt. Das hörst du gar nicht. Was mich hier wunderte, was ich ja nicht wusste mit diesem Direct Drive, ist ja, du kannst kannst ja 500 Mal im Kreis drehen, ne? Das ist da die Mitte, wo du es auf die Mitte stellst, ne? Und das ist natürlich auch wieder richtig geil. So, hoch damit. Brrr. So, dann Taste hier drücken und da drücken. Taste. Ja, natürlich. Wer denn sonst? Wenn wir zwei beide, natürlich bist du denn der Spaten. Ich kann es ja nicht sein. Ich höre mein Gehen auch nicht. Das kommt aber, weil du alt bist, Froggy. Dann musst du dein Hörgerät mal lauter drehen. Dann essen. Guten Hunger dir. Guten Hunger. Froggy, bitte. Natürlich hörst du das nicht. Das hätte ich auch vorher sagen können. Jetzt an die alte Rappelkiste. Ja, da bin ich nachher mal gespannt mit den Rennfahren. Ob ich da eine neue Rekordzeit jetzt knacken kann. Das wäre so schön. Aber Sven, der muss ich sagen, der fährt das ja schon ein bisschen länger und der war echt gut. Also war wirklich gut. Ich konnte zwar erst mithelfen, aber als ich ja die Hilfen ausgemacht hatte, hier die Strecken, wie man fährt und ich dann selber geschaltet habe, da fing das dann an so, huiuiui. Lobby bis weiß, ne? Das macht nichts. Wenn man doof ist, tut einem selber das nicht weh. Also stört mich gar nicht. Hopp. Da steht er. Ach, scheiße, hätte ich da rumfahren können. Wie fahre ich denn schon wieder? Fahren wir auf schnell hier, wa?
Eine Feldrumfahrt, 50 fertig. Kommen Sie mit, steigen Sie ein, seien Sie dabei. Hier können Sie was erleben. Ah! Scheiße! Rohrkrepierer! Verdammt! Leute, ich tue, was ich kann. Mein Kopf runter. Junge. Mal aus, die Kiste. So, machen wir jetzt auch mal aus und dann fangen wir mal an und machen mal eben die Ballen fertig, ne? Wir wollen ja gucken, wie das Ballenlager funktioniert. Schön. Wirklich schöne Dinger, muss ich sagen. Die sind wirklich toll gemacht. Vielleicht mache ich mal so ein Special nur mit Oldtimern oder so, ey. Mit diesen Sachen, wenn du solche Sachen hast, ey, das ist aber auch hübsch, ne? Meine Herren, und alles dreht sich, bewegt sich und funktioniert, also Wahnsinn. Was da Leute für Arbeit reinstecken, ne? Der Drescher ist geil, ne? Und es bewegt sich alles. Es ist wirklich, also, einmalig. Deswegen für diese kleinen Felder gebe ich mir den Spaß einfach mal, ne? Muss man einfach mal gemacht haben. Und da haben wir jetzt ja so viele dolle Dinger. Hier mal ein bisschen Silo schieben mit denen hier. Oder plattfahren mit ihm hier. So viele Auswahlmöglichkeiten. Verrückt, was alles gibt. Hier, für Kartoffeln, Alter. Ja, für Kartoffeln, Alter. Das ist was für Uben. Das was für Uben, ja. Der ist schon überfordert, wenn er dieses kleine Ding, diese große Maschine nehmen muss. Und dann soll ich mit dieser kleinen Kanone durch die Gegend fahren. Von Mr. B. Nee. Das ist von wirklich, weiß ich nicht. Also die haben es mir auch nicht gesagt, damit ich es nicht sage. Dalle Boil! Dann braucht ein Telelader oder eine Leiter. Achso. Ah, stimmt. Ja, aber das ist doch gar nicht schlecht. Das finde ich eigentlich immer eine geile Sache, muss ich sagen. Mhm. Da können wir mal so einen kleinen Telelader benutzen, weil hier oben ist das Ballenlager. Aber du hast ja am Hof hier... Moment, Stall. Hier auch, guck mal, hier ist ja auch ein Ballenlager, Ballen- und Palettenlager für 1450, ne? Mhm. Und was ist hier? Ballen- und Palettenlager, 250. Das finde ich aber, muss ich sagen, toll. Dalle! Lalle. Mr. Stick. Und, behältst du den, oder soll ich ihn kaufen? Kata, moin. Hi. Das Angebot steht. Ich kaufe ihn dir ab. Er fragt irgendwie jeden, der wohl einen Farmstick hat. Willst du nicht doch verkaufen? Hä, warum er? Ja, weil Butters auch schon gefragt hat. Butters, wenn du dir damit nicht zurechtkommst. Ich kaufe ihn dir ab. Sag, gib ihm den nicht. Komm zu mir. Dann holen wir die Ballen. Muss ich nochmal eben gucken. Kommen wir damit hin? Kommen wir nicht ansatzweise da oben ran, oder? Ich behalte ihn. Was bist du denn für Egoist auf mal? Im Einsatz mit den Lanz, ehrlich? Geil. Mal gucken, ich glaube, mit den Losfahren machen wir nicht, das machen wir mit den Fan, sonst kommen wir nicht wieder. Wie der auch wackelt, Alter, guck die ganzen Trecker Mann hier, ey. Wobbel, 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 wobbel. Könnt gerade so reichen, ne? Müssen wir mal versuchen, wenn wir hier sind, ob wir die da hochkriegen. Aber könnte gerade reichen. Aber irgendwann werden wir uns einen Telelader gönnen. Ja, die sind schon wirklich gut gemacht, ne? Du kannst ja auch hier alles an- und abbauen, ne? Motorhaube geht auch. Hier vorne geht auch, das würde jetzt nicht gehen, weil er hier den Frontlader dran hat, aber kann man natürlich aufmachen. Also da geht schon was. Doch, das versuchen wir. Also den wollte ich als Hofschlepper hier so in Einsatz lassen halt, ne?
Wie heißt die Map? Kann man bespielen? Gib mal Mordordner. Hab alles nicht. Den Map-Namen kann ich nicht aussprechen. Aber da hast du einen Link, roll da drunter. Da drunter, Digi. So, dann müssen wir die Gabel mal abmachen. Dann holen wir, nehmen wir nämlich den neuen Schlepper, den wir haben, den Fendt. Und dann holen wir die Ballen dann mal weg. Jetzt muss ich nochmal überlegen, wie war das hier noch? Achso. Ich bin mir ganz sicher, du musst Pelle-Knie sagen. Das ist bestimmt richtig. Was für eine Pelle? Pelle-Knie, musst du sagen. Pelle am Knie? Ich glaube, das wird nichts. Ich spiele einfach die französische Map vom NI7. Gehst mal weg, da Hühnchen. Dann nicht. Ja, fast doch platt. Dann gehst du Chicken Nuggets. So. Ingo? Ja. Aua, 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 Schmerzen. Coffee, ich hab Spliss an den Lippen, guck mal. Ich hab aber schon Labello Honig drauf geschmeckt, macht. Ja, was? Ja. Drauf geschmeckt. Oh. Ich klick doch nicht an links. Wer weiß, was da nackt. Ja. Das. Ja, klick mal drauf. Da kannst du was sehen. Da siehst du auch eine Wurstpelle. Oh. Hallo Coffee. Herrlich, diese Oldtimer. Oh. Habe auch einen Hof, nur mit richtigen Oldies betrieben wird. Manchmal echt knifflig. Auch nicht die Geräte hinten. Ja. Also da muss man mal wirklich gucken, ob man das mal für die kleinen Felder hier so macht, so rein mit Ulis, ne? Hätte ich auch echt Bock zu, muss ich sagen. Gerade wenn du so eine schöne Dinger hast, ne? Dann macht das natürlich auch wirklich mal Spaß. Ach, mein Lanz. Hast du einen? Finde ich geil, wenn die an dir vorbeifahren, ne? Bom, 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 bom. Aber ich wüsste jetzt, wen du noch fragen könntest wegen hier Farmstick. Kölsch hat noch einen. Ja? Willst du den nicht haben? Ich kauf den. Also pro Tag, den ihr den habt, ziehe ich aber 5 Euro ab. Man muss ja auch einen Ansporn haben. Und denkt dran, Leute, die nächsten Tage, ich und Uben und Olaf, wenn er da ist, gehen wir in den Ring. Wrestling. Da gibt's richtig. Ja, morgen aber noch nicht. Nee, da hauen wir richtig die Kartoffel von den Hals. Kannst du noch mal ein bisschen üben morgen? Ja, ist kein Problem. Ich bin fit. Ich bin richtig. Ich muss ja üben. Ich hab das Muskeln auf den Muskeln, Alter. Ich mach den Referee. Gosli, moin und vielen lieben Dank für deinen Resub im 51. Monat schon. Wahnsinn! Vielen lieben Dank. Dankeschön dir. Ja. Dann werden wir Assetto werden wir natürlich auch streamen und so. Ich muss mal gucken, wie ich da mit Kanix dann, wie wir da uns. Da wird auf jeden Fall was kommen von uns beiden. Torben, moin. Hallo. Die du gerade hast, ist von meinem Lanzpack. Hast. Ich weiß wirklich nicht, wer die gemacht hat. Das wurde mir nicht gesagt, damit ich das nicht sag. Hier, genau. Ey, halt. Du hast mich Olle genannt, Ed Beni. Und nee, jetzt. Ha, Bernie! Du Spaten! Du bist der Spaten heute, hab ich ja gesagt. Darf ich vorstellen, das ist Bernie und das ist der Spaten. Hat der zu Koffi Olle gesagt? Ja. Bernie, jetzt gib mir deine Handynummer. Dann schicke ich dir jeden Tag ein paar schöne Bilder, wenn du magst. Jetzt bist du am Arsch, mein Kopf. Ja, vielleicht fehlt das T. Weißt du? Bobby Roode, auf jeden Fall. Das hätte ich mir nicht getraut. Bernie, du traust dich Sachen. Kann mein Festtag haben, aber pro Euro drauf. Was? Nee. Mediamarkt kann liefern, die hohen Preise sind vorbei, meine Leute. Du kannst. Butters habe ich gestern auch überzeugt, innerhalb von 10 Minuten war der unterwegs zum Mediamarkt und hat sich den geholt. Ich könnte euch auch den kaufen und mir ausleihen. Hä? Das geht auch. Ich bin doch derjenige, der die alte Technik kauft. Ja, du kannst den alten Joystick haben, den ich hier stehen habe. Ach so. Ja, okay. Jetzt bin ich unten durch. Ja. Merkst selber, Bernie, ne? Ich hab's dir vorhin gesagt. Du wolltest nicht hören. Du wolltest nicht hören. Ich hab dir das gesagt. Sag mal, wolltest du beide Felder Stroh gepresst haben? Ja. Ja. Wir brauchen zu Anfang ja einiges, denke ich mal, ne? Ja, ist gut, dann. Happy Dong Gewicht. Ach, Tanjo. Happy. Den Drescher wegfahren. Wie machen wir? So machen wir. Eine hübsche Fortnite-Tante. Boah, ich weiß nicht. Jetzt hat er Tante gesagt. Alte Tante. Ich kenne ja Koffi nun auch schon Jahre. Benni, das wird nicht besser. Wenn Benni ein Spaten ist, ist er auch ein Abspaten. Nein, den Rang hat er sich noch nicht verdient. Obwohl er ist nah dran. Er gibt mir seine Handynummer nicht. So, nehmen wir den hier mit.
finde ich auch wieder geil, diese Mischung zwischen diesen Oldies und diesen ganz neuen. Okay. Wir lernen, ne? Coffee, das Wort hübsch steht über Tante. So. Ich halte mich aus dem Gespräch halte ich mich am besten raus. Das ist für mich eine Win-Win-Situation, wenn die beiden sich kloppen. Warte. Oh, fährt der Fan sich gut mit dem Lenkrad. Mein Gott, als wenn es ein neuer ist. Ihr kloppt euch nicht, das glaube ich. Ihr haut ihr einfach ein paar auf die 12 und ist Ruhe. Gut, wenn sie da hochkommt, also sie braucht ja schon eine Trittleiter oder so. Sonst trittst du, sonst boxt sie ja halt voll gegen die Kniescheibe. Dem. Huch, jetzt bin ich schon wieder. Alter. Aber ja, die Lands kommen alle von mir. Das Pack wurde von mir. Das ist auch gegeben, dass ihr den mitspielen könnt. Bin aus den AGDMT. Ah, alles klar. Ah. Ja, dann vielen lieben Dank, dass wir die nutzen dürfen. Ich hatte die nämlich gesehen. Das war eigentlich mehr durch Zufall. Hatte ich gesehen und habe ich gesagt, boah, auf den hätte ich Bock als Hochschlepper. Dass das ein ganzes Pack ist, wusste ich ja gar nicht. Und da ich frage ja wirklich selten nach Mods und so, das mache ich eigentlich gar nicht. Aber da habe ich gedacht, da hätte ich jetzt irgendwie Bock drauf. Und dann habe ich das Pack gesehen, auch den Drescher da drin und so. Schon, das ist ja schon geil, ne? Richtig hübsch gemacht, also wirklich toll. Haut ihn und singt. Ein bisschen Spaß muss sein. Ja, aber wie gesagt, Trittleiter, sonst hörst du das Singen nicht da unten. Ja, du bist voll der Mod-Messi. Was hat er denn jetzt mit Coffee? Hättest du übrigens noch ein kleines Häuserpack zum Testen? Ja, schick her. Ich auf der anderen Map von Kalle, da habe ich ja die BGA jetzt neu gebaut und gegenüber wollte ich ja eh den Hof bauen. Was denn? Achso, nee, vergiss die Frage. Habe ich mir selber gerade beantwortet, was mit dem Pack ist. Dann muss ich mir das Update ja laden von der Map, die jetzt ein Update gekriegt hat im Mod-Hub. Bayerischer Hof muss ich denn ja, brauche ich die Mods nicht ersetzen, weil ich muss ja von vorne anfangen, weil Benny ja ein Update gemacht hat. Beschwert er sich gerade? Nö, auf keinen Fall. Natürlich nicht. Nö, ja. Hat er das Update denn nicht so rausgebracht, dass wir keinen neuen Spielstand brauchen? Nein, natürlich nicht. Ich muss ja eh einen neuen Spielstand machen, weil ich hab ja in der Map schon drinnen gehabt mit diesen, ne? Weißt du, da ist Benny ja so ein bisschen faul und hat noch nicht hier diese Schlauchanschlüsse und so. Das. Aber das ist kein Problem, die setzen wir uns selber. Ist ja nicht so, dass wir uns nicht helfen können. Kann doch auch niemand was dafür, dass du immer 8 Wochen zum Einrichten brauchst. Hä? 8 Wochen? Nee. Aber wenn wir die Schlauchdinger da installieren, werden wir dann auch in den Credits mit erwähnt? Wow. Jetzt tut mir leid. Naja, jetzt könnte ich ja sagen, weißt du, also wir sind ja eh mit dem Feldnamen da verewigt worden. Ach ja, stimmt ja. Wie er mein Subgift ignoriert, Alter. Was? Wo? Hab ich wirklich nicht gehört. Da! Danke dir. Vielen Dank. Entschuldigung, das habe ich echt nicht gesehen. Also, du hast das noch gesummt und dann hast du die Nachricht gelesen. Ach so. Scheiße. Ja, 6 Monate gleich wieder. Danke, vielen lieben Dank. Dankeschön, Martin. Das tut mir leid. Oh, das war keine Absicht. Ja, ja. Das habe ich. Da war irgendwas in meinem Kopf gerade drin, was das abgelenkt hat. Ja. Hö, guck das Update rein. Jetzt gibt's auch einen Martin. Ach so. Ach, deswegen hast du das Update gemacht, na? Hat das schlechte Gewissen gekickt? Ich hoffe, es ging dir richtig schlecht. Und tschüss, Coffee. Tschüss. Tschüss, viel Spaß beim Arbeiten. Ich kenne das jetzt nur vom Wort her. Ich habe es so lange nicht gemacht, ich weiß gar nicht mehr, was das ist. Achso. Ja, nächste Woche geht's weiter. Nächste Woche Freitag bin ich wieder bei meiner Lieblingsneurologin. Mhm.
Mhm. Gucken, was ich denn für farbige Pillen kriege. Serologin klingt alles. Ich weiß jetzt schon, was da drauf ist. 5, 6 Stück, so weiß ich. Ich gebe mal zu der die tollste Pillen an. Nee, ich weiß aber, nach dem ersten Besuch wusste ich, warum sie vor 9 Monaten einen Termin frei hatte. So. Da will, glaube ich, kein Arsch hin. Und Inge sitzt da, toll. Warum ist das Wartezimmer hier so leer? Nach dem Besuch wusste ich dann, warum. War die nicht nett? Ich weiß nicht. Also, nett? Nee, also, weiß ich nicht. Keine Empathie und vielleicht einfach doof. Da, ich meine, da kann sie denn ja nichts für, aber warum ist sie dann Neurologin? War nichts anderes frei oder was? Ich komme gleich Coffee Fortnite zocken. Na, ich hoffe, das war jetzt nicht erotisch gemeint. Aber meinen Segen hast du. Ich finde das gut, wenn ihr Fortnite spielt. Ich meine, irgendeiner muss das ja machen. Warum rutscht mein Stick denn so? Lockt 9? Ja. Also denn einen zweiten Stick hätte ich gerne, muss ich sagen. Irgendwie hätte ich Bock, mit den Baggern und so zu arbeiten. Das macht man ja aber nicht oft, deswegen ist das zu überlegen. Aber ich sollte das. Erstmal sollte ich den Stuhl im Vordergrund stellen. Ja, wie oft fährst du Rennen? Also. Oh, das könnte in der Tat öfter sein. Also das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht und da die Rundenzeiten jetzt jagen, muss ich sagen, ich muss ja auch noch mein Auto finden. Hast du Schlüssel verloren? Nee. Nein, wir müssen uns kennenlernen, um eine Symbiose zu erreichen. Warum? Du gehst vor das Auto und sagst, hi, na? Nee, Martin, so funktioniert das nicht. So wird das nichts. Warum nicht? Nein, das geht anders irgendwie. Wie steht gleich. Nee. Nein. Ich rede lieber gleich am Lenkrad. Also richtig ran in die Karre. Schön durch die grüne Hölle. Kennenlernen kannst du auch in den Ring, stimmt. Wie war das? Du sollst nicht so nah rankommen? Roadhouse, Alter. Hab ich gesagt, der Film ist so geil. Das weltweit ja bestätigt. Aber ist auch wirklich geil gemacht. Ich fand vorher den alten Roadhouse schon nicht schlecht. Von früher. Aber der neue ist natürlich welten besser. Also wirklich, finde ich persönlich. Die haben es so gut gemacht. Auch diese ganzen Gags da drinne. Er verkloppt die und dann fährt er auch noch ins Krankenhaus. Vorsicht, Bodenwelle. Ah, ah, ah. Ist das Ihr Kumpel? Nein, ich habe ihm den Arm gebrochen. Also unfassbar gut. Einfach genial. Ja, also ich weiß ja, ich habe den durch Zufall gesehen. Ich dachte, ich gehe auf die Couch und gucke noch einen Film. Und dann wollte ich eigentlich erst auf Disney. Das ging dann den Fernseher ein wenig. Und habe gesagt, scheiß drauf, habe ich auch keinen Bock. War auf Netflix. Nee, Quatsch, auf Amazon. Und dann habe ich Roadhouse gesehen. Da sage ich, Roadhouse? Den kenne ich doch. Haben die den neu gemacht? Und dann kannte ich ja den Gregor oder wie er heißt. Da habe ich gesagt, oha. Dann gibt's den richtig aufs Maul an dem Film. Und dann war mir irgendwann erst klar, dass das die Neuauflage von Roadhouse ist. Aber so geil gemacht, ne? Auch den Typen, wenn dieser Gregor das erste Mal kommt, der ist ja so bescheuert gemacht, Alter. Ja, so richtig geil. Mit Handy im Socken und ach, hör auf, ey. Autofahren kann er auch richtig gut. Also wirklich gut. Dann habe ich das gesehen in so einer Doku. Auf YouTube war es, glaube ich, wie dieser andere Schauspieler denn da trainiert hat für, um so diesen Körper zu kriegen, ne? Den haben sie auch richtig. Also, der muss richtig ran. Aber wirklich geil gemacht, die ganzen Kampfszenen und sowas, fand ich wirklich sehr gut. Und der ging über 2 Stunden, das kam mir gar nicht so vor. War sehr unterhaltsam. Kann man nur empfehlen. Genau, richtig. Sind sowas von. Das war wirklich. Die beiden haben ja aber auch wirklich gut zusammengespielt, ne? Wobei ich die Rolle von den McGregor da echt geil fand, ne? Der war einfach so richtig durch mit dem Thema. Aber ich fand, der hatte da auch noch mehr zugelegt, wie eigentlich eher so in den Kämpfen war. Also er kam mir auf jeden Fall etwas breiter vor. War schon geil gemacht. So. Brrr. Guck mal, Leute, ich nutze gar kein Autolot jetzt, ne? Würde ich mal behaupten, soll ich mal sagen hier.
Was haben wir morgen? Morgen ist Samstag, naja. Saturday is on the morning. Ich habe so das dumme Gefühl, dass ich morgen den ganzen Tag am Lenkrad sitzen werde. Bestzeiten holen. Bestzeiten holen. Aber der MB-Truck ist auch einfach geil, ne? Guck dir mal an, wie das Ding aussieht, ne? Der ist einfach zeitlos geil. Das ist einfach ein geiles Teil. Es ist quasi unter den Treckern ist er der Ingi. So, jetzt. Oh. Jetzt muss ich mal gucken, wo es zum Hof geht. Als ich ihn damals in Kämpfer in dem UFC das erste Mal gesehen habe, war er noch schmaler. Ja, ne? Ich dachte das nämlich auch, wo ich ihn da gesehen habe. Bin wieder in Lorg. Ja, koch was Schönes. Also mit dem Farmstick, muss ich sagen, ist wirklich geil. Das hat den LS wirklich positiv für mich verändert. Mit den Schalten und den Gangwechsel und das alles, das macht sehr viel Spaß. Ja, aber es ist nett, dass die uns dann die Mods zur Verfügung gestellt werden. Auch jetzt die Oldtimer wieder, muss ich sagen, das ist wirklich... war gestern doch wieder eine angenehme Überraschung. Wobei, ich habe die Trucks vom Rübi gesehen, was die alle können. Da kullern dann auch die Tränen. Der kann basteln, sag ich euch. Irre. Bernd, moin moin, sei grüßt, hi. Bibi, hat's denn schön geschmeckt? Was, er ist noch positiver mit Farmstick so? Ja, es ist ganz anders für mich das Spielen, weil ich jetzt wieder selber schalten kann, Gänge und Gruppen. Ich habe Fahr- und Arbeitsmodus, habe Doppelbelegung mit dem Knopf. Also es ist wirklich, toll, muss ich sagen. Telelader war richtig geil zu spielen jetzt. Mit dem Arbeitsmodus auf Daumen raus und reinfahren und so. Und ich glaube auch, das nächste Mal, wenn wir Silo machen und dann mit einem Schild schieben, das wird auch richtig gut werden mit dem Farmstick. Also das ist, muss ich sagen, wirklich, also den würde ich wirklich bewerben. Unbezahlt, muss man ja sagen heutzutage. Aber das ist wirklich ein Ding, davon bin ich überzeugt. Also der war wirklich gut. Ich dachte halt, ich kriege einfach einen Joystick, aber der ist einfach für den LS perfekt. Richtig gut durchdacht. Also würde ich, muss ich sagen, bin ich ein absoluter Fan von. Und da ich keinen Platz für Seitenkonsole und sowas habe, und auch vom Preis her ist das einfach, ja, geile Alternative. Hauwi moin! Hey, grüß mal lieber. Und danke für den Resub im 56. Monat. Vielen lieben Dank dir. Moin moin. Alles in einen Sorglospaket, genau. Also wirklich top. Willst du nur den Farmstick oder auch die Seiten... Ne, die Konsole habe ich nicht. Farmstick und einfach geil und nutze noch die Seitenkonsole wird... Die wird bald weichen. Ja, also ich, wie gesagt, ich habe den Platz einfach nicht für eine Konsole. Deswegen stellte sich nie die Frage und ich hatte immer nur einen einfachen Joystick. Und ich habe den Farmstick einfach genommen, weil ich dachte, ja, da sind Zeichen drauf, das macht es mir im Alter ein bisschen leichter, die Sachen zu erkennen. Aber dass ich denn sowas bekomme, mit wie gesagt, Arbeitsmodus, Fahrmodus und Wechseln und dies und das, also das ist wirklich schon top. Muss man so sagen. Das ist einfach eine runde Sache. Gerade auch, dass wir mit denen selber schalten jetzt wieder und sowas, ne? Das muss ich sagen. Finde ich richtig gut. Ja, Moment, macht richtig Spaß. Dass es mit der Capture-Card so geklappt hat, das hatte ich eigentlich schon abgehakt. Das hat jetzt auch geklappt. Dann kann ich die PlayStation-Spiele auch noch zeigen. Also toll. Mega geil. Christian, moin, sei gegrüßt. Moin, moin. Himmel der Fahrer, ja. Spoggy, ich sag's dir. Das ist eins der geilen Sachen. Ich sag immer für mein LS, ich brauche eine gute Karte, paar tolle Mods. Dann brauchst du ein vernünftiges Lenkrad, was dir Spaß macht, den Farmstick und Headtrack muss ich haben. Das finde ich auch übrigens in Assetto geil. Sven zum Beispiel fährt da gar nicht gerne mit Headtrack. Aber ich finde das richtig gut mit Headtrack. Also würde ich, boah, was ein Fahrgefühl. Ich bin echt gespannt, wie das mit den Lenkrad wird. Also bin ich richtig gespannt.
Mit dem Logitech war ich schon echt am Schwitzen. Also da war ich nach 3 Stunden wirklich Heiland. Und geht ab die Party, das sag ich dir. Ich darf eigentlich gar nicht so glücklich sein. Wenn wir WWE spielen, muss ich ein bisschen Aggressivität zeugen. Nicht, dass ich oben nachher eine Pralinenkraste und ein paar Blumen in der Hand drücke, anstatt ihn einfach aufs Maul zu hauen. Brauchst du nur ein Lenkrad und den Farbstück, das reicht vollkommen. Das reicht auch auf jeden Fall. Aber ich bin so ein Hedgetracker-Fan, ne? Ich habe damals lange überlegt, ob ich mir das holen soll oder nicht, weil das ja so teuer war. Aber ich habe das jetzt mittlerweile, glaube ich, 5-6 Jahre. Da wurde dann auch genörgelt, das ist alles aus Plastik und schlechtes Material. Na ja, gut, dann muss man halt sorgsam damit umgehen, ne? Guck mal, bei mir lebt das Ding ja auch schon so lange, ne? Also finde ich, würde ich nie wieder ohne wollen. Wie, gibt es heute WWE? Nee, heute glaube ich nicht. Heute muss ich Rennen fahren und so, aber das mache ich von Uben und Olaf abhängig. Also ich und Uben wollten ja den Tag-Team-Titel holen. Mhm. Und mit Olaf machen wir dann 3er-Matches oder Royal Rumble oder irgendwelche, das kriegen wir auch einmal hin. Was machen wir? Reverie-Match. Zur Not was? Machen wir irgendwie wir Handicap-Match. Holen uns den Champion-Titel. Ey, lass uns Olaf doch den Ringrichter machen lassen und dann verkloppen wir mit Stühle und so. Nee, Olaf steht uns bei, weil Olaf, wenn wir dann, er ist halt nicht unparteiisch, er zählt zu uns. Oh, ich muss den Paul Bearer, Mann. Ich muss unbedingt Stone Cold freischalten vorher. Ich will Olaf mal einen Stunner geben. Habe ich schon lange von geträumt. durch ein Pult. In der Realität würdest du das ja auch nicht hinkriegen. Du würdest ja einfach abprallen. Ein Stunner? Stunner geht ja. Immer. Den richtigen Tritt in die 12. Ingo, wenn du in der Realität bei mir einen Stunner versuchst, endet das entweder damit, dass ich einfach stehen bleibe und denke, was will der jetzt? Der Scheiße, Kleine? Ich bin zu leicht. Oder ich lande auf dir und das willst du nicht. Scheiße. Das muss ich nochmal überdenken. Ich habe mein Kampfgewicht ja gar nicht mehr. Ach du Scheiße. Jetzt muss ich vorsichtig, ich habe mir so ein großes Maul haben. Darfst du nicht vergessen, der Hund, der läuft da immer rum. Und wenn er in dem Moment da rumläuft. Also weiß ich jetzt nicht. Ist ungesund geworden. Ich habe mir Tobi-Eye-Tracker angeschaut. Ist ja auch nicht schlecht. Das ist das mit den Augen, ne? Also das fanden die meisten nicht so gut. Ich selber habe es aber noch nicht gemacht. Aber es ist, glaube ich, fast teurer wie Track-IR, ne? Tut sich nicht viel, tatsächlich. Geben also, Sie der ja, Katze das kommt drauf an, welches. Schmoinsen, moin, Tobi. Ich habe das ja von Sascha gekriegt zum Testen. Ja. Und im ETS und auch im Flugsim und so ist das super. Im LS ist es halt nicht so toll, weil du es nicht vernünftig einstellen kannst. Das ist aber eher Schuld vom LS als vom Track ER selbst. Ich bin ja froh, dass wir das Track ER so gut unterstützen, ne? Weil das macht jetzt hier, das macht wirklich Spaß, muss ich sagen. Also da gewöhnt man sich so sehr dran, dass man die Hand frei hat. Na gut, aber es gibt ja gut, dass es verschiedene Sachen gibt, ne? Es gibt ja auch so eine Software, die das mit einer normalen Cam erkennt, ne? Das soll ja auch gut funktionieren, sagen manche. Also das ist dann halt immer, ach, also jeder hat... Das funktioniert supi mittlerweile. Habe ich ja dann gemacht, weil ja, wie gesagt, also der Tobi Eye Tracker ist eben im LS, da hast du nur einen Regler, den du einstellen kannst und kannst den nicht verfeinern, ey. Das ist ja okay. Cool. Ich habe es ja dann eben über diese OpenTrack und AI-Track Software versucht oder ja dann auch eine Zeit lang gemacht mit dem, also so gesehen über deine Webcam oder eine zweite Webcam deine Augentracks. Und das funktionierte wiederum relativ smooth. Ja. Und das also ist halt mehr Einstellerei als beim Track. Ich finde, wenn dieses Track ER halt, das ist einfach, du machst das Programm auf, stellst das einmal für dich passend ein, ja. Mit den Drehen und das alles und das funktioniert, ob nun LS, ETS, Star Citizen, ob nun Assetto, F1, ich hatte das bei so vielen Sachen, wobei F1, da saß man zu tief, da hat man immer gedacht, ich sehe die Fahrbahn nicht. Also das ist wirklich gut, also das würde ich immer wieder kaufen. Ja, also Track-E ist halt super, also gerade im LS. Na, letztes WWE war wie 2K19, das hat diese 19er immer die Slow-Motion-Probleme. Trotz ausreichender Hardware. Ja, also ich muss sagen, für mich ist das auch ein Playstation-Spiel WWE und seit dem letzten Jahr, meine ich, wenn ich das jetzt richtig erzähle, Achtung, hängen da die alten Smackdown-Macher wieder drin von früher. Und das hast du bei den letzten sofort gemerkt, bei 2K23 und jetzt 24, ist die Steuerung einfach so geil wie früher bei Smackdown. Einfach, dass das jeder schnell lernen kann und sofort mitspielen kann. Und das ist unheimlich wichtig gewesen. Also man merkte sofort, dass sie dabei sind. Jetzt will ich das auch ab und zu ein bisschen streamen, ganz ehrlich, weil ich habe das aktuelle Spiel zur Verfügung gestellt bekommen. Und wenn ich das jetzt auch ein bisschen streame und nicht nur spiele, dann bin ich natürlich in der Hoffnung, dass ich das dann vielleicht nächstes Jahr auch wieder bekomme, ne? Das wäre natürlich super. Aber wir spielen es auf der PlayStation 5. Juck.
weil es halt auch am Fernsehen spielen wollte und so, ne? Das war ich sagen, ich froh, dass das mit den Capturen so geklappt hat. Ja, aber dann werdet ihr mit der, dank der Capture-Karte und so in Zukunft halt auch andere Sachen noch sehen hier, ne? Weil ich dann abends dann mal langweilig ist, mal ein bisschen rumstreamen. Happy Moin! Moin! Ja, was wir hier in den alten Teilen, also vor dem jetzt 23er, was mich da immer gestört hat, war die Steuerung. Ja, die war auch vorher gruselig. Ja, das war kacke. Die war ja ähnlich wie bei den UFC-Teilen. So. Ja, nee, und das war früher, vielleicht wisst ihr noch, früher, da kam dann von Xbox ein Wrestling-Spiel raus. Da haben die für die Xbox ein anderes Wrestling-Spiel gemacht. Ich weiß gar nicht, wie das hieß. Und das war, genau, das sah zwar besser aus, aber die Leugnung war so beschissen, dass man es nicht spielen konnte. Und dann habe ich mir damals wieder extra eine PlayStation 2 gekauft. Und dann zu WrestleMania 20 habe ich mir eine PlayStation 2 dann gekauft und sagte mein Arbeitskollege, du bist doch völlig bekloppt, nur wegen Wrestling, genau. Dann saßen wir hier dann mit der PlayStation 2, haben SmackDown gespielt, bis dann die WrestleMania 20 anfing und haben wir uns hier reingezogen. Ich feiere ja schon, wenn du es streamst. Ja, ist ja geil. Frank, moin. Moin, moin. Moin. Wir haben uns den einen Tag ja Boot schon Duke, moin. Gehauen. Ja, wir haben uns schon mal gehauen. Das haut super hin. Mhm. Das muss ich mal gucken, wie wir hier, fahren wir hier am besten rein. Gleich mit den Ballen, da kommen wir da gar nicht durch, ne? Passen wir hier denn was, durch? Was oben bei dem Spiel, glaube ich, am meisten freut, ist, dass er die Tische da tatsächlich abreißen kann. Achso, ja. Kappa. Scheiße. Das hat irgendwie wieder Kacke gemacht, ne? Ja. Scheiße. Na, lass mich raten. Genau, jetzt steht da ein Auto hinter, Alter. Mann! Und das fährt natürlich jetzt nicht... Oh, Alter. Dieser Verkehr in LS, ne? Der macht mich fertig. Der macht mich wirklich fertig. Das ist wirklich, ey. Moin, Sam. Moin. Happy. Also ich sag ja happy. Oft, ne? Also ohne Verkehr ist in diesem Fall mal besser. Schlawiner. Was? Also ich bin da rein und raus gekommen, aber... Ja, deiner ist auch nicht so groß. Ha! Scheiße. Wieso 1 zu 0? Er ist noch nicht drin. Na, kann ja zweimal versuchen. Du hast doch genug Zeit, mach doch ein bisschen Yoga, dann wird es gelenkiger. Fast ins falsche Loch reingefahren. Muss ja nicht machen. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir da rankommen. Ich möchte gar nicht weiter drüber sprechen. 1-0-I. Das wird in Smack dann auch so werden. Wenn ich, weißt du, wenn er einen dummen Spruch macht, ich bin ja auch so in Helldivers, erschieße ich den ja auch einfach einen Kollegen. In Smackdown kann das auch sein. Oh, der Stuhl sollte wirklich nicht an deinen Kopf zerschellen. Das tut mir leid. So, wollen wir mal gucken, was er hinhaut da. Hast du mal gesehen, dieses WWE, genau. Der hat sich einen Wrestler zusammengestellt, der sah echt aus wie... Ja, und der gibt's auch den Anzeigenmeister und so ein Blödsinn, ne? Die haben wir letztens über 11.000 erstellte Leute schon, ne? Gut, dann hat noch viel Spaß mit dem Lenkrad und bis die Tage, muss wieder los, Arbeit, Ruhe. Hab einen schönen Abend, danke fürs Reingucken und dann wünsche ich dir eine hoffentlich schöne, lustige Arbeitsrunde. Scheiße, ich brauch die Gabel. Ja. Digi, du musst mir die Gabel geben. Ja, ohne dem ist ein bisschen schlecht, Mann. Ja, das sag ich dir. Geil, ne? Wir qualen uns schon ein. Kann ich mir vorstellen, in den Altern für die älteren Leute so, ne? Jetzt nehme ich mal so ernstel. Wenn du jetzt hier drinnen sitzt und losfährst, wie sie. Das ist doch so, als wenn du die Hühner rufst, irgendwie so, ne?
komm, Hütchen, Hütchen, tuk, 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 tuk. Das ist, so müsste Ansel doch reagieren, wenn er den Lanz hört. So, hä? Was? Ja, ich komm schon. Bin gleich da. Kann aber auch echt. Kann ich nicht hab. Der hat immer Ladezeiten des Todes, ehrlich? Das ist mir jetzt noch nicht aufgefallen. Ja, das ist, aber ich habe es auch noch nicht so benutzt. Eigentlich bin ich mit den Sachen, die da sind, ja auch zufrieden. Aber manche Sachen sind echt witzig gemacht, ne? So, mal gucken, ob wir da oben rankommen mit denen hier. Oder ob wir einen Telelader brauchen. Nicht wieder, das geht noch, muss ich noch warten. Ja. Ich habe nur gelesen, da habe ich einfach nachgemacht. Ja, ja, deswegen sage ich das. Mhm. Ja, Frank, ich habe es noch gesehen. Der Gorilla ist noch nicht so weit. Geht, aber gerade so. Aber ich glaube, auf lange Sicht will ich einen Telelader haben. Beim Händler steht einer. Ja, ja, ich bin eigen, ich will schön. Vielleicht auch gibt's, vielleicht muss man gucken, da gibt es einen alten kleinen oder noch irgendwie sowas. Geil, oder? Ja, wie richtig geil. Jogi, moin, hi. Ich will nicht klagen. Ich will nicht klagen. Doch, ich könnte gesünder sein, aber ich will nicht klagen. Ja. Und ein schönes Wochenende. Wirklich gerade so mit Arm und Krach. Ja, ne? Dok, 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 dok. Richtig gut. Auch wie gemacht sind, was sich alles bewegt und sowas, ne? Auch der Drescher, der alte. Richtig gut. Liebe Leute, es ist wieder eine Jagd. Wer mitmachen möchte, Ausrufezeichen Jagd, Leerzeichen und dahinter euren Einsatz. Na klar. Oh, Yogi. Im Yogi. Oh, oh, nein, nein, rückwärts, rückwärts. Junge, hier müssen aber die Bremsen mal nachgestellt werden. Der Hof ist total geil gemacht hier, ne? Also muss ich sagen. Und detailliert und das, wie das mit dem Pflasterstein und sowas alles ist und so, das ist völlig sehr, sehr hübsch.
Flop. Wir haben nicht gewonnen. Wir haben auch nicht gewonnen. Was ist das für eine Jagd? Wir haben auch nicht gewonnen. Riecht's nach Beschiss. Ja. Ja, liebe Leute, die wohl nicht gewonnen haben, ihr könnt auch würfeln. Ausrufezeichen würfeln. Scheiße. Nein. Ich kann kostet nix. Tja, das kostet mich hier schon genug. Samurai? Ach, Sauerei. Samurai. Samurai, Pizza Cat. Alter, das wünsche ich euch, dass ihr mal von denen aufgeweckt werdet, ey. Schon wieder essen. Weiß nicht, mir brummt der Schädel so und dann wärst du morgens angeschrien aus dem Fernseher, ey. Samurai, Pizza Cat. Ich hab, nee, jetzt wirklich nicht. was zur Hölle ist das? Ja, guck's dir an, das war... Kennst du die Serie nicht? Sag mal, was ist denn mit dir, Olaf? Die muss morgens um 6 oder so gelaufen sein. Ja, ich wollte die doch nicht gucken. Ich war doch irgendwie Hacke und lag da im Bett und dann morgens auch mal schreien die mich an. So, manche Dinge konntest du halt nicht beeinflussen. Keine Frage. Ach, da kommt der Nightlife wieder hoch wegen Samurai-Kitzerpets. Jetzt, ne? Samurai-Katzen. Was ist denn Kitzerpets? Samurai-Katzen? Ach, ne? Jetzt bin ich... Ich bin Ninja-Katze. Was, du bist eine Ninja-Katze? Ja, sicher. Such ja noch nach einem Lanz Bulldog KL7 Modell. Nimm diese Teile mit dem Verdeck. Ich glaube, sowas würde ich auf privat von den Sonder... Ja, kann ich mir vorstellen. Also die alten... Ich mag es ja auch, wenn die so an einen vorbeifahren oder so, ne? Das ist ja schon wirklich cool. Tuck, 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 tuck. Deswegen auch, wenn man dann auch sieht bei den Drescher hier und so, ne? Was das hier denn alles wieder so umgesetzt ist. Was sich da alles dreht und bewegt und so, das ist ja schon geil, ne? Wenn man mal anschmeißt. Auch diese Details, wenn du jetzt das Rohr aufklappst, dass dann auch dieses Blech vorne umschlägt, ne? Und das festsetzt. Klack. Unfassbar, was die Leute alles drauf haben. Und so eine Mods, die muss man dann auch einfach mal spielen, ne? Da kommen dann diese kleinen Felder einfach, kommen da einen zugute. Ne? Das dann ist das halt mal so, ne? Das bockt halt einfach, das macht einfach Spaß. Dieses ältere und neuere auf dem Hof, das mache ich ja eh unheimlich gerne. Aber ich sage ja, ich frage ja wirklich ganz selten mal nach Mods oder so, ne? Aber ich habe die gesehen und habe den so auf dem Hof hier gesehen. Das sind einfach tolle Dinger, ne? Das finde ich gut, dass da uns dann auch so vertraut wird, dass sie sagen, hier, wissen wir, das bleibt bei euch, das geht nirgendwo anders hin. Und alles dreht und bewegt sich, ne? Das ist wirklich, also, bildhübsch. Und alle. Das ist ja hier, egal was da drin müssen. Das sind ja richtig Dinger bei, ne? Und alle gut. Mit verdeckt, ohne verdeckt. Ketten! Nein, nee. Also das mit den Ketten bist du los. Ja. Was seid ihr? Ich hab bei dir noch nicht einmal Kette fahren sehen. Außer du liegst in Ketten. Ja. Das schafft ihr nicht. Verkloppen wir ihn. Das geht nicht, weil ich habe keine PS5. Ach ja, richtig, da war ja was. Irgendwas ist ja immer. Irgendwas ist immer. Aber ich komme da auf Ingos Angebot zurück, wo er wohl gesagt hat, wenn er im Lotto gewinnt, kauft er den ganzen Team neue PCs. Du, ich brauche nur eine PS5. Das ist kein Problem. Die ist denn dann? Dann kriegst du sogar eine PS5 Pro. Ja. Toll. Also wirklich schöne Sachen. Kollege, moin! Moin. Ich sage jetzt mal vorsichtig, das Pack wurde schon verbreitet im Internet. Ich denke mal ohne Freigaben. Ah, da kriege ich wirklich gar nichts mit. Aber wenn ihr das habt, dann wisst ihr selber, dass das, wie geil die Dinger sind, ne? Also wir müssen ja immer halt, wenn ich was sehe oder so, dann fragen wir vorsichtig. Oder die kommen auf uns zu und geben uns das, bieten uns das an. Man kennt ja auch schon viele jetzt wirklich über Jahre hinweg halt, ne? Und dass wir da so ein Vertrauen und so kriegen und das wie mit dem MB-Truck und hier, ne? Da habe ich dann ja auch nochmal extra nachgefragt, ob ich den dann auch dann nutzen darf halt, ne? Das ist halt auch was, das... Der ist schon richtig fett, ne? Aber den er da hat, der kann noch viel mehr. Was der da alles kann, ne? Ein- und Ausblenden, Motor auf, das ist alles animiert. Jeder Hebel hat eine Funktion und geht. Also es ist schon wirklich krass. Das ist schon wirklich cool, Mann. Macht schon Spaß. Geh von den Ketten weg, du dir die Finger einklemmst. Nee, ich fahr doch mit dem Farmstick. Ich guck mich gerade auch an. Konik,
top. Die macht wirklich Spaß und die ist wirklich, wirklich sehr hübsch. Alleine ich das hier zum Beispiel, nur mal ein Beispiel mit den Gepflasterten hier. Auch wie das denn hier so übergeht. Und überall ist Dreck und Moos zwischen oder so. Und diese Details hier alle, ne? Das Einzige, was mich stört, die Produktion sind ein bisschen laut. Aber gut, irgendwas kannst du ja immer dran nörgeln, ne? Und das geht so weiter. Die Wege hier auch, ne? So, guck ich es mal an hier. Also, rein optisch muss ich sagen, wirklich, also, top. Das bringt an die alte Technik von früher. Ja, ja, ja. Gerade, wenn man sich da auch so ein bisschen für interessiert. Aber ich sage ja auch, was ich, dass wie die gemacht sind. Die sind ja bildhübsch. Bildhübsch, Leute, was soll ich sagen? Das denke ich auch jeden Morgen, wenn ich in den Spiegel gucke. So hübsch. Ey, wir machen schon Überstunden. Ich habe keine Zeit, Leute. Ich muss essen und dann geht's auf die Rennstrecke. Und ich muss noch die Pedale vorher umschrauben. Die habe ich ein bisschen ungeschickt. Manchmal bin ich auch wirklich so doof wie ein Meter Feldweg. Ich sage euch aber nicht, warum. Ja doch, ich sage euch, warum. Weil ich habe natürlich die Pedale, die ganz links und ganz rechts waren, gucke ich so drauf und denke mir so, nee, das ist zu weit auseinander. So weit geht ja gar nicht. Dann reißt der Sack ja, wenn ich das mache beim Bremsen. So, dann dachte ich natürlich, gut, dann holst du das Bremspedal mal weiter rüber auf die Schiene und bringst es zum Gaspedal, dann hast du ja einen kurzen Weg. Jetzt kippelt das natürlich, ist ja klar. Anstatt dass Inge schlau ist und beide in die Mitte einfach setzt. Naja, jetzt weiß ich es ja, jetzt schrauben wir beide nochmal los und setzen sie nochmal in die richtige Position. Ne? Aber Inge, darf ich dir einen Trick verraten? Ja. Ne? Wenn du Rennen fährst, ne? Dann hast du ja kein Kupplungspedal, ne? Nein. Dann bremst du mit dem linken Fuß. Ja, das weiß ich, aber dann fühle ich mich ja wie so ein Fahranfänger. Das ist, lass niemals beim Automatik, aber das weiß ich, beim Rennauto ist das anders, das hat Sven mir auch schon gesagt, ich soll mit dem linken bremsen, damit beide Füße auf die Pedale sind. Weiß ich. Ich setze aber auch beide in die Mitte, dann ist auch das möglich, da werde ich mich dran gewöhnen. Aber ich muss jetzt erstmal das Schalten auf die Reihe kriegen. Wenn wir das Schalten auf die Reihe kriegen und wir gute Zeiten fahren und ich nicht mehr ganz so verkackt gegen Sven, dann werden wir es bestimmt auch mal streamen. Assetto. Und wie gesagt, dank der Capture Card werdet ihr eh bei mir jetzt viele andere Sachen aussehen von der Playstation, ne? Das haut super hin, dank Olaf habe ich das auch mit dem Sound alles hingekriegt. Da auch nochmal recht schönen Dank für. Und das war wirklich, hätte ich alleine, hätte ich wahrscheinlich die unlösten Variationen gemacht. Ja, morgen kommt auf jeden Fall Trecker fahren. Ich möchte hier auf der Map gerne weiterspielen. Und abends machen wir dann Fragezeichen, ne? Da gucken wir mal, das machen wir spontan. Ein Corsa? Ich glaube, der wird mich sogar mit einem Corsa verpusten, Alter. Der fährt wirklich gut. Da muss man ihn lassen, der fährt wirklich gut. Leider fährt er wirklich gut. Da bin ich ein bisschen neidisch. Aber ich zeige Ihnen das nicht. Ich tue mal so, als wenn mir das nichts ausmacht.